Verbindet mir den nicht zu viel. Das ist ein guter Mann. Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live. Der einzige Fußballsendung der Welt. Heute auf einem kleinen Ausweichslot. Jesus ist schuld. Weil Jesus auferstehen musste, mussten wir unsere Sendung hier um einen Tag verschieben. Ich finde es persönlich nicht okay. Nee. Danke, Jesus. Aber, danke für nichts. Ja, besser als nichts ist zumindest dieser Slot hier heute am Dienstag, nicht wie gewohnt am Montag. Aber das ist insofern gar nicht schlimm, weil heute ja auch Champions League ist. Wir sind so ein bisschen im Dunstkreis. So viele Leute, glaube ich, sind schon in Fußballstimmung zu Hause auf der Couch, wissen nicht wohin und dann gucken sie Bundesliga, weil hier wird man bestens informiert. Heute wieder mit Tobias Escher, mit Etienne Gade. Möchtest du kurz die Geschichte erzählen, weshalb du auf so einem Stuhl sitzt? Das wäre niemandem aufgefallen, wenn du es einfach nicht erwähnt hättest. Natürlich, die Leute im Chat, das Erste, was sie schreiben, ist, hä, wieso hat der denn so einen Operstuhl? Nee. Und die anderen haben diese geilen super sexy Stühle. Sexy Stools. Ja, so heißt die Produktreihe, heißt Sexy Stools. Sexy Stools. Ja, ja, ich kann auf denen nicht sitzen, es tut mir leid. Ne? Es ist wirklich, wirklich und ich habe ja auch wirklich ganz schlimme Rückenprobleme und ich kann nicht 2 Stunden auf denen sitzen. Es tut mir leid, ich weiß, es sieht fürs Set und für die Wirkung besser aus. Ja. Aber ich finde es schon wieder, ist schon wieder sympathisch, man muss nur aufklären. Man muss aufklären und das Ding ist halt auch, man sitzt ja irgendwie so komisch da drin und ich habe nicht gewusst, dass wir heute hier... dass wir heute hier in diesem Studio sind. Ich dachte, wir stehen. Und ich habe mein Outfit heute entsprechend anders gewählt. Und ich wusste nicht, dass ab hier sichtbar sein wird. Ja. Und wenn ich in diesem anderen Stuhl sitze, dann faltet sich das so zusammen. Da ist halt nicht viel Ausweich. Ja. Also, das ist halt alles. Und deshalb sitze ich halt heute. Knatscht auch noch so schön. So. Das passt auch so ein bisschen zu deinem Wesen, dieses Knatschige des Stuhls. Findest du, ich bin ein knatschiger Typ oder was? Ja. Nein. Das höre ich zum ersten Mal. Aber alt. Alt wie der Stuhl. Ich sitze heute den ganzen Tag so. Ja, wir freuen uns drauf. Also, das ist übrigens unser Ausweichset, weil heute, da wo wir normalerweise produzieren, da hat sich so eine kleine Nischensendung namens Neue Deutsche Abendunterhaltung eingeschlichen und so ein bisschen vertrieben. Deswegen sind wir hier heute hier, falls ihr euch fragt, ist das hier das neue Set? Nein, es ist nur das Ausweichset. Ja, und wir reden natürlich über die Fußball-Bundesliga und fangen an mit der Spieltagsanalyse. Hast du gesagt, dass wir heute auch einen Gäste haben? Ist doch. Übrigens haben wir heute auch einen Gast. Frederik Straube ist heute bei uns zu Gast von den Soccer Days. Mitinitiator der Soccer Days, eine Messe rund um Fußball. Genau. Und irgendein Messi-Gag, irgendwas noch? Messi, Fußball, irgendwas? Messi? Nee. Messi. Ach, du meinst Lionel? Ja. Richie. Wieso Lionel Richie. Achso, Lionel Ryan, okay. So, hey, it's me. Mein Gott, es waren 4 Tage, in denen man auch nicht on air war. Es hat sich viel aufgeschmissen. Nicht nur gut ist, aber so ist das halt. Ne? Ja, wir werden mit Frederik über die Soccer Days sprechen, zu denen, glaube ich, Gunnar, Tobi und ich nämlich im Juli fahren werden. Da ist ein bunter Strauß an Erlebnissen möglich. Gerade für Leute wie ich, die prädestiniert sind, auch mal Elfmeter zu schießen. Oder auf den Torwart zu dribbeln. Ja, so das habe ich ja wohl sehr gut gemacht. Ja, das wird super. Also, es wird echt spannend. Und was euch da erwartet, da quatschen wir natürlich später drüber. Jetzt ist ja der Bumper schon gewesen. Das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich über den Spieltag reden. Tobias. Das ist mein Name. Such dir mal was aus. Zur Abwechslung darfst du mal wieder anfangen. Ich nehme das Freitagsspiel. Was? Es gab gar kein Freitagsspiel, nicht? Das ist richtig. Ja, ich weiß schon Bescheid. Ich wollte euch testen. Ich nehme. Nee, das machen wir am Ende. Bremen so, kommt gegen das jetzt Hamburg. Zu spontan, die Frage. Also ja, laut Bremen unserem Plan gab es eine ganze Menge Freitagsspiele. Ja. Das ist wieder. Fail of the Day! Fail of the Day. Super. Da haben wir ihn. Gut, hast du dich entschieden oder sollen wir noch Musik einspielen? Irgendwie? Bremen gegen Hamburg hätte ich ganz gerne. Ernsthaft? Ja. Das ist jetzt so ein Ding zwischen uns, dass du mir immer das... das ist aber, weißt du, wie früher, wenn du beim Anstoß, wenn du den Anstoß gewonnen hattest und hast dann den Ball zum Gegner geschossen. Dankeschön. Warum? Einfach nur so. Warum hast du das gemacht? Gab es früher wirklich so. Kennt ihr das nicht, dass man dann du Bälle isst? Aber wenn du den ersten Ball dann zum Gegner schießt, so, ist euch nicht bekannt? Dieses Form des Fair Plays? So, wir kommen jetzt zum Spiel. War das knapp. Es ist sinnvoll, weil das emotionale Highlight dieses Mal ist. Bitte, lass uns jetzt drüber reden. Wir reden jetzt über Bremen gegen Hamburg, das Nordderby, das Derby aller Derbys. Und Bremen hat gewonnen 2-1. Ich kann darüber sprechen. Ich habe das verarbeitet.
Sollte Tobi nicht sprechen? Nee, Tobi hat das, also wenn er das HSV spielt, dann bin ich automatisch dran. Und dann kann er am Ende noch was zufügen, wenn er will. Aber so ist das halt einfach. Das weiß er auch, deswegen macht er das auch. Aus Höflichkeit, weil er sich nicht entscheiden kann. Er weiß, ich rede. Wenn er das spielt, dann rede ich. Das weiß er, deswegen nimmt er das. Kann er sich noch einfach. Bei der Vorbereitung zu viel. Vielleicht mache ich es auch, weil ich es in der Taktiktafel habe, aber. Also zwei Mannschaften im Aufwind. Bremen, die absolute Mannschaft der Stunde. Ich glaube, die haben aus den letzten 32 Spielen zwei nicht gewonnen oder so. Sind jetzt ganz oben mit dabei auf Platz 8 nach dem Sieg mit 39 Punkten. Mit absoluter Tuchfühlung auf die europäischen Wettbewerbe. Denn Platz 7 wird wahrscheinlich reichen durch den DFB-Pokal und Bayern Münchens Sieg, der nicht zu verändern sein wird. Und dann hast du noch Freiburg vorne drin mit minus 15 Torverhältnis. Also da geht einiges für Bremen. Und es war ein Spiel, was einen verdienten Sieger gesehen hat. Bremen war meiner Meinung nach die bessere Mannschaft. Die haben eine unglaubliche Energie auch aufs Spielfeld gebracht, haben sich viele Chancen erarbeitet. Hamburg hat versucht, dagegen zu halten, ist auch in Führung gegangen, 1-0 mit Michael, durch ein Kopfballtor von Gregoritsch. Hat aber in der Folge ja, versäumt, Bremen an Torchancen zu hindern. Und die Stärken, die man sonst hatte, nämlich tolles Pressing, dem Gegner den Spielaufbau madig machen, es hat alles nicht so gegriffen. Bremen hat trotzdem sein Spiel aufziehen können, ist zu Chancen gekommen. Es lag zum einen, finde ich, an einer starken Bremer Mannschaft, zum anderen liegt es aber auch meiner Meinung nach am Personal beim HSV, weil ich, habe ich auch schon häufiger gesagt in der Saison, glaube, dass es schon ein ziemlich qualitatives Gefälle gibt zwischen der, was war das, ein Furz oder ein Knatschen des Lederanzugs? Weil ich glaube, der zweite Anzug nicht die Qualität hat, die der erste Anzug hat. Und wir haben immer keine Grafik vorbereitet, um das mal eben zu zeigen, was ich meine. Ich habe einfach mal eine Startelf aufgemalt, die, beziehungsweise Gunnar hat das gemacht. So könnte sie aussehen. Sie wird wahrscheinlich in der Realität eher selten so aussehen, weil Holtby jetzt kein klassischer Sechser ist, sondern eher ein Zehner. Aber theoretisch könnte die Mannschaft so aussehen. Viererkette Ostscholek, Mavrei, Papadopoulos, Sakai, Ekdal, Holtby. Ekdal, klar, der defensive Sechser. Holtby wäre dann vielleicht eher so ein bisschen Achter. Und Kostic auf Linkshand auf der Zehn, Müller auf rechts außen und Wood als Stürmer. Und jetzt können wir mal zeigen, wer davon alles gefehlt hat im Bremen-Spiel. Und das sehen wir in der nächsten Grafik. Und das sind nämlich die Jungs, die haben alle gefehlt. Nee, das sind die, die dabei sind. Entschuldigung, das waren die, die dabei sind. Ja? Also Adler weg, Müller weg, Bobby Wood weg und Ekdal weg. Und das sind schon, ja, das sind Ausfälle, die der HSV nicht so gut kompensieren kann. Viele Mannschaften haben Ausfälle, also das ist keine Ausrede. Aber du merkst es einfach in dem Fall beim HSV. Und ich glaube, wir haben auch eine Grafik, die Anzahl der Tore sozusagen, die dadurch gefehlt hat. Adler hat keine Tore gemacht. Aber hier, du siehst es klar, Papadopoulos zwei Tore gemacht. Selbst Ekdal und Müller und Wood, das sind die größten Ausfälle vorne. Das hat man auch schon vorher gesehen, wenn die mal gefehlt haben. Das ist nicht zu kompensieren. Man weiß, der HSV hat nicht viele Tore gemacht. Das sind 13 Tore von wie viel? Von 29 oder so? Also eine ganze Menge, die da gefehlt haben. Von ja, 29 Tore geschossen, 13 fehlten gegen Bremen. Und die Vorlagen nicht zu verachten, das sind immerhin auch 10 Vorlagen, die wechseln. Ja, sehr schön. Das ist eine schöne Vorbereitung. Ja, das Bundesliga lebt ja auch viel von Vorbereitung. Das wertet das Format. Ja, und was du eben da sehen kannst, ist, dass der HSV das gar nicht kompensieren kann. Du hast vorne in der Spitze dann Gregoritsch gehabt statt Bobby Wood, der einfach ein komplett anderer Spieler ist, dem völlig die Geschwindigkeit und die Wucht abgeht, der auch nicht in der Lage ist, den Ball zu halten, in der Form, wie es ein Wood kann. Der hat zwar das Tor gemacht, weil er auch 4 Meter groß ist und tolle Flanke von Hand. Aber ansonsten ist er, merkst du es einfach, dass ein Bobby Wood da auf der Position fehlt. Und Müller ist über den, der fehlt ja leider bis zum Ende der Saison, aber der ist sowieso, finde ich, mit der wichtigsten Spieler in der Offensive gewesen. Genau, und Bremen hat auch einige Ausfälle gehabt. Delaney, glaube ich, zum Beispiel hat gefehlt, der in den Wochen zuvor auch einen ganz, ganz starken Part gespielt hat. Also es war nicht so, dass Bremen jetzt gar keine Verletzungssorgen hat. Gnabry nur auf der Bank, genau. Pizarro nur auf der Bank. Wer Bauer kam aber noch rein. Ja, aber konnte auch nicht dabei mitspielen. Nee, das stimmt. Wer Bockstark war, ist Max Kruse. Ganz, ganz starkes Spiel gemacht. Hat mir richtig gut gefallen. Einfach, auch weil er einfach Chef ist. Der ist einfach vorangegangen mit einem Selbstbewusstsein, mit einer Laufbereitschaft. Der ist auf den Platz gegangen und der hat von Anfang an ausgestrahlt, ich gewinne hier heute das Spiel. Und das war ein wichtiger Faktor für Bremen. Und ansonsten muss ich sagen, dass es ja ein verdienter Sieg war. Und tabellarisch ist es so, dass jetzt die Achse, die Nordachse aus Bremen und HSV ein bisschen auseinanderklafft, war so ein bisschen ein Entscheidungsspiel. Für Bremen geht es jetzt eher nach Europa. Ich glaube, Abstiegskampf
Da haben sie sich jetzt so ein bisschen von verabschiedet, sind auf Platz 8 und Hamburg muss nach wie vor ganz, ganz krass aufpassen. Man hat einen Punkt nur noch auf dem Relegationsplatz und das deutlich schlechtere Torverhältnis von allen da unten. Also da ist noch längst nichts gerettet beim HSV und da muss man echt fast noch ein bisschen aufpassen. Man hat jetzt zu Hause Darmstadt, die ja auch jetzt quasi nochmal der Klinge davon gesprungen sind, sagt man ja so, ne? Kann man sagen. Kennt man ja. Von der Klinge gesprungen. Von der Klinge gesprungen sind, Abstieg verhindert haben gegen Schalke, kommen wir gleich noch zu. So sieht's aus. Den Abstieg haben die nicht verhindert. Die steigen trotzdem ab. Naja, die können theoretisch, wenn sie jedes Spiel gewinnen und die Konkurrenz mitspielt, dann können sie sich noch retten. Naja. Theoretisch. Können noch 15 Punkte machen, sie brauchen 15 Punkte. Denn dann darf Augsburg nicht mal mehr unentschieden spielen. England Patriots. Ja, also rein theoretisch ist es noch möglich. Ja, realistisch gesehen sind sie nicht ganz von der Klinge gesprungen. Wenn sie geflüchtet. Jetzt geflüchtet. Von der Klinge geflüchtet. Ich habe mir natürlich den HSV auch angeguckt. Wenn sie jetzt einen blauen Panzer bekämen, können sie die Bayern noch reinholen. Stimmt, können sie nur Meister werden sogar. Ich habe mir den HSV auch angeguckt und das Derby. Ich muss sagen, erstmal unschöne Aktion von den Bremer Fans, den HSV-Bus zu beschmeißen. Das haben sie gegen die Eintracht-Fans, gegen den Eintracht-Bus auch schon gemacht. Finde ich nicht in Ordnung, muss man an der Stelle einfach mal sagen. Ist natürlich auch aus aktuellem Grund natürlich dementsprechend. Ja, ich finde es so oder so nicht in Ordnung, aber jetzt in Anbetracht des Bombenanschlags auf den BVB-Bus finde ich das also wirklich dumm. Naja, dumm einfach nur, genau. Ich fand auch, Bremen war einfach sehr stark. Ich fand ja. Ich finde beim HSV nach wie vor schon die gesamte Rückrunde stimmt die Körpersprache und der Einsatz. Aber so wie du es sagst, man merkt schon auch am Personal, dass es mir hat ein bisschen einfach die Dynamik gefehlt. In den Pässen, oft waren es so Pässe, die einfach nur so langsam gehoppelt sind, so zum Gegner. Das ist mir so aufgefallen. Und ich mir einfach denke, wenn du den Pass dynamisch spielst, dann hat der Passempfänger 1-2 Sekunden vielleicht mehr Zeit. Und wenn du das so in der ganzen Passstaffette im Mittelfeld jedes Mal den Pass 1-2 Sekunden nicht ganz mit Wucht spielst, sage ich mal, dann fehlen dir manchmal vorne die Anspielstationen. Auch oft ist mir aufgefallen, dass HSV-Spieler erst den Ball genommen haben und dann hochgeguckt haben, wo die Spieler sind, anstatt schon vorher sich zu überlegen, okay, hier bin ich. Und es gab ganz viele Situationen, wo ich nicht das macht man ja immer, wenn man irgendwie Fußball guckt und für ein Team ist oder so, dann spielt man ja wie im Kopf FIFA mit und denkt sich, passt zu dem. Und wenn es passiert, kriegst du richtig Glückshormone, weil du das Gefühl hast, du beeinflusst das Spiel. Und wenn nicht, bist du direkt sauer und denkst dir, warum passt du nicht dahin? Ne? Und beim HSV habe ich mich ständig dabei ertappt, wo ich gesehen habe, so, jetzt abklatschen zu dem. Warum guckst du denn nur? Warum verschleppst du denn? Warum spielst du nicht? Der ist doch frei, er will doch den Ball, mach doch. Und dann wieder hinten rum. Und da hat mir so ein bisschen die Zielstrebigkeit in manchen Situationen beim HSV gefehlt. Das ist das Einzige, was ich großartig dazu sagen kann. Außerdem war Bremen, wie gesagt, in dem Punkt aber auch sehr stark. Und trotzdem beides Mannschaften der Rückrunde, muss man sagen, die beide eine sehr gute Rückrunde spielen. Und Niko Kovac hat es zum Beispiel sehr gut zusammengefasst, dass es in dieser Saison ganz viele Vereine gibt, die eine gute Halbserie spielen. Die Eintracht hat eine sehr gute Hinrunde gespielt, eine sehr schlechte Rückrunde. HSV eine sehr schlechte Hinrunde, Bremen auch eine schlechte Hinrunde und jetzt eine gute Rückrunde. Und entscheidend ist aber ja dann letztendlich der Trend. Also was heißt der Trend? Die Form. Die jetzt den Ausschlag gibt bei diesem doch sehr spannenden Rennen um den Abstiegskampf. Weil Bremen ist natürlich jetzt näher an der Euroleague, auch die Eintracht ist näher an der Euroleague als am Abstieg, aber es sind noch 5 Spiele und wenn du da zweimal verlierst, auch wenn es unglücklich ist oder so, bist du wieder voll drin, zumal Augsburg und Mainz auch noch nicht sich geschlagen geben. Also das wird eine richtig spannende Schlussphase und die Form, finde ich, ist jetzt das Entscheidende. Und da mache ich mir zurzeit weder um Bremen noch um Hamburg groß Sorgen. Du hast sogar eine Taktiktafel, hast du gesagt. Ja. Du hast eine Taktiktafel für ein HSV-Spiel? Taktiktafel für das HSV. Oh, ein Traum wird wahr. Obwohl in diesem Fall vielleicht eher ein Albtraum. Ein Albtraum wird eher wahr, würde ich sagen. Ich wollte mal einmal kurz was zeigen, wie so eine Absicherung funktioniert und wie man das beim HSV knacken kann. Der HSV, das haben wir ja gesagt, spielt immer hohes Pressing, das heißt frühes Anlaufen des Gegners. Das heißt, du musst viele Spieler in die gegnerische Hälfte reinbekommen, um möglichst hohen Druck auszuüben. Musst du natürlich dann diese Spieler irgendwie absichern. Was der HSV macht, ist so ein klassisches, das nennt man mit dem ballfernen Außenverteidiger absichern. Klingt jetzt erstmal kompliziert. Ich zeige mir jetzt hier, wenn jetzt Holtby hier rausrückt, um zu stören, in der Taktiktafel, das kann man es gut erkennen, dann muss natürlich ein Sechser nachrücken und dann ist jetzt natürlich die Frage, wie sichere ich diesen Raum?
Und dafür ist halt diese, der Außenverteidiger wichtig, mal kurz auf Stopp, der hier oben reinläuft, weil der dann diesen Raum quasi sichert. Also der hat dann den Blick in die Mitte rein und sichert dann auch diesen Raum rein. Also, weil er natürlich, wenn der Ball auf der anderen Seite ist, dann musst du natürlich hier hinten einmal nicht so genau aufpassen, kannst du sagen, okay, ich lasse diesen Raum frei und habe eher das Auge darauf. Wenn aber Bremen das schnell und gut spielt, was sie auch dann teilweise in diesem Spiel gemacht haben, dann hast du wiederum da oben Platz für den gegenüberliegenden Außenverteidiger. Und ich glaube, das haben sie ein, zwei Mal geschafft, wirklich diesen Außenverteidiger rauszulocken und dann über den Flügel zu kommen. Ich glaube, sogar vor dem 1:0 war das. Da hat, glaube ich, sogar genau dieser Move, also angefangen auf halb rechts und dann endend auf halb links und dann die Flanke rein in den Strafraum. Ja, das ist natürlich so ein Problem, wenn du das gut bespielst. Weil wenn du kannst ja auch nicht den Spiel, wenn jetzt Diekmeyer hier wäre, wäre jetzt Junusowitsch sehr frei und das wäre noch dramatischer, sag ich mal. Also du nimmst es quasi in Kauf, aber wenn der Gegner es gut macht, wie Bremen es gemacht hat, kannst du Probleme bekommen. Ja, das hat man aber auch in anderen Spielen schon ein, zwei Mal gesehen. Ich war das Köln-Spiel, glaube ich, als Douglas Santos auch auf der linken Seite auf einmal dann gegen zwei Leute stand und überhaupt nicht wusste, gegen wen orientiere ich mich, hat er sich in Raum orientiert. Und dann kam die Flanke und das 1-1 zu Jojic war das, glaube ich, gegen Köln, wenn ich mich recht erinnere, was ganz ähnlich aussah. Ja. Ist natürlich auch ein Problem, wie du gesagt hast, werden dann so Spieler fehlen und dann Diekmeyer verteidigen muss auf Rechtsverteidiger, der auch nicht der dynamischste ist, oder ein Ostscholik. Gerade gegen Garcia oder dann gegen ein Junusovic oder Kainz ist ja auch in der zweiten Halbzeit dann auf die Acht gekommen und häufig auf den Flügel gegangen, hat genau das ausgenutzt und da hast du dann natürlich dann ein Geschwindigkeitsproblem einfach gehabt beim HSV. Ja. Wobei Dennis Diekmeyer zumindest vor ein paar Jahren noch mal richtig, richtig schnell war. Ja, aber er ist auch nicht der, nicht mehr. Ja, er hat ein bisschen Geschwindigkeit vielleicht verloren. Vielleicht ist, glaube ich, so alt wie ich. Das sage ich schon, der ist nicht der Jüngste, ist, glaube ich, 28. Nee, ja, aber das ist ja für den Fußball kein Alter. Ich meine, aber 28, grundsätzlich ist Dennis Diekmeyer nicht langsam. Ja, gut, klar, aber dass der mit 28 kann schon mal sein, dass der Anfang 20-Jähriger wegläuft. Du bist erst 28? Ich bin 29. Das ist so manchmal so dein geistiges Alter und dein richtiges Alter müssten sich mal synchronisieren irgendwie. Mein Kotelettenalter müsste sich synchronisieren mit meinem richtigen Alter. Mein Geheimratsecken. Ah, ich habe das Problem, die wuchern überall die Koteletten. Hier habe ich Koteletten noch. Ja, okay, nächstes Spiel. Sind wir schon fertig mit dem HSV? Ja, wir sind schon fertig. Okay. Machen wir direkt weiter mit Dortmund-Frankfurt. Oh ja. Das Spiel, auf das sich alle freuen. 3-1, das erste Bundesligaspiel nach dem Bombenanschlag. Ja, zu dem Bombenanschlag haben wir überlegt, sollen wir da noch viel sagen? Es wurde eigentlich schon alles gesagt. Das ist natürlich erschütternd alles. Und ich habe gestern noch einen Artikel gelesen, ich habe nur gelesen, in der FAZ war es, wenn die Bombe eine Sekunde früher explodiert wäre, dann wären die Spieler wirklich, also dann wäre richtig was los gewesen. Dann hätte es durchaus auch Tote geben können. Und dann wäre das ein Ereignis gewesen, was in die Geschichtsbücher eingegangen wäre. Neben München, wann war es? 74? 78, egal. 74. Genau. Ja. Also einfach, es ist hier ein ganz schlimmes Attentat gewesen, das, wo der BVB noch mal mit einem blauen Auge davongekommen ist. Mit einem blauen Auge. Ja. Das hört man eigentlich nicht so gern. Ja, wegen Schalke. Ja, jedenfalls ist es einfach krass. Und dann einen Tag später Eurocup zu spielen, so und dann eben jetzt das erste Spiel gegen die Eintracht, das ist sicherlich auch für den Gegner nicht einfach. Zumal man ja auch irgendwie vielleicht einfach auch Schiss hat, einfach als junger Spieler. Und das sind ja auch alles junge Familienväter und so. Also ich finde das alles eine unheimliche psychische Belastung. Dafür muss man sagen, hat sich der BVB sowohl in der Euroleague als auch in der Bundesliga eigentlich sehr gut verkauft, mit einer guten Leistung. Ich fand die Eintracht in Halbzeit 1 fand ich sie gar nicht so schlecht. Dafür, dass sie direkt nach 3 Minuten in Rückstand gegangen sind. Ich wiederhole mich, wenn ich sage, rein von der Körpersprache und so wie die Eintracht sich präsentiert, ist es nicht so schlimm wie zu Abstiegszeiten, zum Beispiel unter Skibbe. Rein vom Ergebnisfußball her ist es eine absolute Katastrophe. 3 von 30 möglichen Punkten. Kein Sieg in den letzten 10 Spielen. Das ist, ich glaube, Platz 17 der Rückrundentabelle. Rein punktetechnisch sind sie wie ein Absteiger. Und das ist die Rückrunde auch skippen können. Ja. Tobi.
Ich finde immer noch, das hatte ich aber auch schon gesagt, dass Eintracht besser spielt als zu Beginn der Rückrunde. Also da waren sie wirklich teilweise richtig schlecht, fand ich, und haben keinen Zug nach vorne hinbekommen. Das ist jetzt ein bisschen anders. Ich fand aber, dass Dortmund, die waren sehr stark im Spiel. Also ich will das jetzt nicht aufs Attentat beziehen, aber da hat man schon angemerkt, dass sie da irgendwie sich was vorgenommen hat in diesem Spiel und auch wirklich offensiv reingehen wollten und halt wirklich auch mit Gewicht und mit Geschwindigkeit nach vorne gespielt. Es geht auch noch um viel für die, ne? Ja. Also so momentan ist ja nur Champions League Quali-Platz für Dortmund und Hoffenheim ist stark. Also sie müssen an Hoffenheim dranbleiben. Ich glaube, in 2 Wochen ist dann das direkte Duell Dortmund gegen Hoffenheim. Aber es zeigt halt auch, dass es unabhängig von dem Attentat auch für Dortmund rein spielerisch natürlich auch Ja, wir haben jetzt gar nicht mehr so viel über die Geschichte an sich gesprochen, weil da ist schon so viel drüber geredet worden, dass man das Gefühl hat, man flattert da noch so an so einem Thema rum, wo sich jeder schon geäußert hat. Aber ich persönlich, mich hat es echt aufgeregt, dass Dortmund spielen musste. Einfach weil das Menschen sind und die wurden nicht mal gefragt. Und ich stelle mir so vor, okay, stell dir mal vor, es wäre euch passiert, ja? Also das kriegst du doch nicht aus dem Kopf. Die Jungs, die können nicht pennen, die haben Schlafstörungen und aber es wurde ihnen ja freigestellt. Nee, eben nicht. Also es wurde gesagt, Thomas Tuchel hat gesagt, wer nicht spielen möchte, muss nicht spielen. Ja, okay. Ja, dass die Mannschaft spielen muss, ja. Also das ist, also erstmal ist das wiederum eine Drucksituation, wenn du vor versammelter Mannschaft sagst, okay, die Verantwortung wird quasi in dieser Macho-Szene Fußball, wenn jemand sagt, okay, du kannst jetzt die Mannschaft hängen lassen und die Fans und bleibst zu Hause und ja gut, du weißt ja nicht, wie das gesagt wurde. Nee, aber ich meine nur, das ist jetzt für mich nicht die richtige Option. Das wundert mich gar nicht, dass da keiner gesagt hat, ich spiele nicht. Ich meine nur im Vorfeld, dass die Spieler kein Mitspracherecht hatten, ob sie spielen wollen oder nicht, sondern dass auf anderer Ebene entschieden worden ist und sie dann nicht mal 24 Stunden später nach so einer Aktion, wo du hast ja gerade gesagt, irgendwie eine Sekunde früher oder später und sie wären tot gewesen. Also ich find's total unverantwortlich, dass man... Das sind junge Leute, die könnten zum Teil noch zur Schule gehen. Ja? Also das sind Leute, die sind jünger. Als ich mein Abitur gemacht habe, war ich älter als Spieler, die da auf dem Platz stehen teilweise. Ja, warst du auch 36. Da war ich auch 36. Aber ich meine, ich habe mich ein bisschen aufgeregt, muss ich ehrlich sagen. Ja, es ist ein schwieriges Thema, weil natürlich andererseits, wenn es abgesagt worden wäre direkt, dann hätte man auch gehießen, man darf ja nicht vor dem Terror einknicken. Nein, aber du kannst doch nicht natürlich einem Menschen du kannst doch nicht eine Generalverpflichtung den Terror sich gegenüber auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten. Das kann man doch nicht von jungen Menschen erwarten. Birki hat ja auch ein Interview gesagt, sie hätten das Spiel abgesagt, wenn einer gestorben wäre. Ja, also das ist ja auch dann schon so ein fast zynisch. Das reicht nicht aus. Dass einer von euch im Krankenhaus ist und ihr alle im Schock seid. Da muss schon einer sterben, damit wir das Spiel absagen. Also das finde ich alle, also abgesehen davon, dass es selbstverständlich ist, dass Menschen sterben, nicht danach einfach zur Tagesordnung übergehen wird. Genauso selbstverständlich sollte nach einem Bombenanschlag auf dein Leben auch nicht einfach zur Tagesordnung übergehen werden. Nein, ich wollte nur das Argument bringen. Also, aber lass uns bitte jetzt nicht eben, weil sonst haben wir keine Zeit. Und das war ja auch ein schönes Spiel. Und du hast ja auch schon richtig gesagt, es gab jetzt das Eintracht-Spiel. Zurück zur Eintracht. Wir waren mittendrin und du hast dann einfach den Scheinwerfer wieder auf das Thema gelenkt. Es hat mich gelenkt. Weil zu dem Thema auch jetzt auch schon meiner Meinung nach genug gesagt wurde und wir nicht die Zeit haben, uns jetzt hier damit ausführlich zu beschäftigen. Aber wir sind uns alle einig, dass es schon auch eine unmenschliche Situation war für die, für die BVB-Spieler. Aber ich fand es auch schön zu sehen, wie solidarisch dann Fans und selbst Hoffenheimer Fanplakate, die ja nun auch nicht als die besten Freunde von den Dortmundern gelten, und auch die Monaco-Fans Solidarität gezeigt haben. Das sind dann auch wieder so Momente, wo ich den Fußball liebe und wo ich bei aller Rivalität und so weiter am Ende des Tages ist die Solidarität untereinander größer als alles andere. Ja, und das ist finde ich, dann das Wahre, sich diesem Terror entgegenstellen, indem sich eben die Menschen drumherum alle solidarisieren. Dazu zählt für mich nicht unbedingt, dass man die jungen Spieler dazu zwingt, zu spielen, sondern das ist genau das, wo die Leute sich näher kommen und auf einmal so eine Wärme, irgendwie so eine zwischenmenschliche Wärme spürbar wird. Das ist genau das, was finde ich, was die richtige Reaktion ist. Zurück zur Eintracht. Ja, zurück zur Eintracht. 2 Traumtore haben wir gesehen, 1 von Fabian, 1 von Sokratis, wobei Fabians Schuss noch abgefälscht war und er davor eine 100%ige Chance daneben gesetzt hat, weil er lieber seinen rechten statt seinen linken Fuß benutzt hat. Wenn sowas bei FIFA passiert, ärgert man sich über Programmierfehler. Wenn sowas im echten Leben passiert, versteht man es noch weniger.
Ja, und dann am Ende ein Freistoß für Frankfurt, über den sich Tuchel noch wahnsinnig aufgeregt hat. Und dann landet der Ball bei Nuri Sahin, der den Ball rausspielt auf was Dembélé. Dembélé. Und das ist eine Situation, die mich tierisch aufgeregt hat, weil man war trotzdem noch in Überzahl, man hat einfach nur zu langsam reagiert und Omar Mascarell bremst einfach ab und guckt nicht ein einziges Mal bei dieser Kontersituation irgendwie, ob da vielleicht ein Aubameyang, vielleicht hat er von dem schon mal gehört, ein schneller Stürmer bei Dortmund, der ganz treffsicher ist, ob der da vielleicht losstartet, sondern guckt einfach so, ah, du hast es schon sicher, dreht sich um, oh shit, Aubameyang! Tor. Weißt du, wenn ich sowas sehe, da würde ich gerne aufs Feld rennen und würgen. Ey, das ist einfach, das geht mir in meinen fucking Kopf nicht rein, wie man als Profi da in dieser Situation abbremst und sich in Sicherheit wiegen kann. Vielleicht wollte er ihn abseits stellen. Hä? Er hat ja gar nicht geguckt, er wusste ja gar nicht, wo der ist. Er hat ja, wenn du die Situation nochmal anguckst, er guckt nicht einmal, ob da jemand kommt in seinen Rücken. Also in seinen Rückraum, nicht in seinen. Ich gucke in meinen Rücken. Also es war einfach. Natürlich ist Dortmund auch gut bei sowas. Es war gut rausgespielt und Aubameyang ist ultra schnell und so weiter, aber es war einfach auch gerade. Vielleicht kann er so ihn nicht scheiße erkannt ohne Maske. Das kann sein. Ja. Ja. Oder einen anderen Sponsor. Ja. Ich hätte mich zwischendurch aufgeregt über die Eintracht. Ja, erzähl. Weil sich hat es ja auch gescheit geschrieben, weil die ja Mitte der ersten Halbzeit sind sie ja so komplett auf Manndeckung umgeschaltet. Da war, wie du schon erwähnt hast, dieses Sokrates-Tor. Mhm. Was ja auch, wenn der Gegner einfach komplett Mann deckt, gib einfach dem Verteidiger den Ball und lass ihn durchlaufen, so in etwa. Und das ist ja dann auch passiert. Der konnte einfach einmal von Mittellinie bis zum Strafraum durchsprinten, weil halt Eintracht so 80er-Jahre-mäßig komplett Mann gedeckt hat. Einfach nur zerstören wollte dann. Also in dieser einen Phase, wo sie, nachdem sie das 1-1 erzielt hatten. Das war ein bisschen schade. Also es ist, natürlich kann man in Dortmund auch verlieren, muss man natürlich auch sagen. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Dreier oder ein Punkt, mit dem man rechnen kann. Aber da wäre auf jeden Fall auch mehr drin gewesen. Am Ende des Tages muss man sagen, dass die Stimmung langsam kippt. So, ne? Das ist immer so, wenn der Erfolg irgendwann ausbleibt, der Kredit, den sich ein Kovac langsam erspielt hat, den verliert er auch wieder. Und ich erinnere mich immer an das, was du gesagt hast, als Kovac als wir angefangen haben mit der Saison und am Anfang du gesagt hast, naja, er ist eigentlich nicht dafür bekannt, irgendwie groß spielerisch den Leuten was beizubringen oder so, hast du gesagt. Ja, geht zum Spielzerstörung meistens. Ja, also und das sind dann jetzt dann schon so Punkte, über die ich dann jetzt nachdenke, weil auch in der Hinrunde hat die Einheit auch einfach oft auch, haben auch schöne Spiele gemacht, aber auch oft einfach das Quäntchen Glück gehabt, was sie dann vielleicht auch manchmal nicht haben. Aber so richtige viele Spiele, wo die Eintracht einen Gegner spielerisch an die Wand gespielt, da kann ich mich echt lange nicht dran erinnern, ja. Und mir fehlt jetzt gerade so ein bisschen der Weg raus. So. Klar sind die auch wieder ersatzgeschwächt und sind auch ähnlich wie beim HSV viele Leistungsträger verletzt oder immer mal wieder verletzt oder gesperrt, sodass das auch schwer ist, da eine gescheite Elf sich mal findet. Aber am Ende des Tages kommt es jetzt am Samstag gegen Augsburg zu einem richtigen Entscheidungsspiel. Und entweder man kann einen Haken an den Abstiegskampf machen, wenn man gewinnt, glaube ich, dann kann man einen Haken an den Abstiegskampf machen und kann vielleicht sogar noch mal neue Ziele ausgeben. Ja, aber ich meine, das ist ja der Witz. Die Eintracht seit 10 Spielen, du sagst es, glaube ich, 3 Punkte geholt in 10 Spielen, 3 Unentschieden. Und du sagst es, wenn die jetzt ein, zwei Spiele nur gewinnen, die sind wieder mittendrin im Kampf um Europa. 3 Punkte von der Euroleague und 6 Punkte vom Relegationsplatz. Das zeigt halt auch, wie verrückt die Liga ist. Ja, ja, und wenn sie verlieren gegen Augsburg, dann hängen sie aber auch natürlich mittendrin im Abstiegskampf wieder. Also es wird ein spannendes Wochenende. Ja. Und, wobei, sie haben natürlich schon noch ein kleines Polster. Also, ja, wie gesagt. Ja, ne, aber da müssen dann, die spielen auch zum Teil noch gegeneinander und da müssen dann ja auch mindestens 3 Mannschaften. Nee, alle Mannschaften bis auf eine müssen dann ja richtig punkten noch da unten, dass die Eintracht dann reinrutscht. Ne? Also es ist schon, wenn sie jetzt gegen Augsburg verlieren und Mainz gewinnt, dann wird eng. Also müssen wir schauen. Ja. Na gut, ich mache mir nicht so viel Sorgen, ehrlich gesagt. Gut. Aber ich bin noch ein bisschen, ich glaube nicht, dass die Eintracht, dass da noch was passiert. Es wäre aber ganz lustig, weil dann hättest du wieder eine neue Geschichte. Nee. Müsstest du nicht immer von Skibbe erzählen und wenn Gekas damals gegen die Bayern das Tor gemacht hätte, sondern dann könntest du irgendwie was anderes machen. Aber was ich lustig finde, ist, dass du immer Angst hast, dass der HSV abstieg, der noch nie abgestiegen ist. Ja, aber das ist ja nicht rational. Aber dass du nie Angst hast um die Eintracht, die schon viermal abgestiegen ist. Nein, das Ding ist, also, ich bin beim HSV. Deine Sicherheit hätte ich gerne. Ich bin emotionalisiert beim HSV. Bei der Eintracht bin ich rational. Okay. Und da kann ich das rational beurteilen, deswegen habe ich recht. Das Problem ist, bei Abstiegen ist egal, wie oft du in der Vergangenheit abgestiegen bist. Ja, aber das ist für zukünftige Abstiege eine irrelevante Statistik. Anders. Irgendein Voodoo-Zauber oder irgendwas. Gut, das war's mit Bundesliga. Wir haben jetzt Eintracht, ich glaube, wir sind durch, ne, auch mit der Eintracht. Sodass ich dran bin. Und ich darf mir ein Spiel aussuchen. Und ich nehme natürlich das Königsspiel
des Spieltags. Hoffenheim gegen Gladbach. 5:3, weil das einfach ein richtig, richtig. Ärgert dich denn? Du kannst doch gleich alles dazu sagen. Nee, aber das hätte ich sonst genommen, oder? Ja, ärgert dich doch nicht. Spiel zweier Mannschaften, die international dabei sein wollen. Hoffenheim natürlich Champions League. Gladbach möchte noch in die Euroleague zumindest kommen. Und das war mal echt ein offensives Feuerwerk, was einfach Spaß gemacht hat für den neutralen Besucher, wo es dann auch, oder Zuschauer, wo es dann auch egal ist, ob es jetzt in Hoffenheim ist oder was für eine Mannschaft. Es macht einfach fußballerisch Spaß, dazu zu schauen. Hoffenheim 2-0 in Führung gegangen durch Scholley, der ja auch schon auf dem Abstellgleis war, diverse Male. Und jetzt aber einfach mal trifft. Gladbach kam zurück, hat ausgeglichen zum 2:2. Gerade das, der Elfmeter, nicht der Elfmeter, sondern der Ausgleich, das 2:2 war sehr umstritten, weil Baumann den Ball rausschlagen wollte und der Gladbacher Spieler, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, Hofmann, was Hofmann, den, auch wenn es eine sehr kurze Distanz war, irgendwie 1-2 Meter, konnte man ganz klar sehen, der hat die Hand nicht nur benutzt, um die Körperfläche zu vergrößern, sondern er hat eine ganz klare Handbewegung auch Richtung Ball gemacht, um ihn zu blocken. Und da haben die Hoffmann mal kollektiv die Arme gehoben und der Schiedsrichter hat aber weiterspielen lassen und dann kam in der Folge der Ausgleich. Ja, diese Handdiskussion, ne, da kannst du ja eine Sondersendung machen, wenn nicht alle das schon immer besprechen würden. Dann würde man das machen können. Und so langsam checkt es, glaube ich, keiner mehr, wann ist es jetzt Hand und wenn nicht. Also das war in meinen Augen ein ganz, ganz klares Handspiel. Aber es hat am Ende nichts genutzt für Gladbach, denn Hoffenheim hat dann wieder auf 4-2 gestellt und dann kam Gladbach nochmal ran, 4-3 und dann am Ende noch das 5:3 durch Demirbay war es, glaube ich, der sein zweites Tor gemacht hat am Abend. Aber es hat einfach echt Spaß gemacht, zuzuschauen. War viel los, nicht? Also da gab es ordentlich was zu tun für Ballmannschaft. Wobei ich fand, dass bis zum 2:1 war es eigentlich komplett Hoffenheim, das Spiel. Die hatten das eigentlich super im Griff und haben ordentlich nach vorne gespielt und haben auch die beiden Stürmer von Gladbach. In diesem Spiel war es oft Hahn, der vorne drin war, neben Stindl. Das haben sie eigentlich sehr gut ausgeschaltet durch so einen eher mannorientierte Spielweise. Und dann hat es aber dann sich so durch dieses. Das 2-1 war schon nach dem Freistoß und das war irgendwie so aus dem Nichts heraus. Und dann hat Gladbach plötzlich richtig Druck gemacht und hat dann dieses 2-2 geschossen. Dann war es offen, fand ich. Also die zweite Halbzeit empfand ich dann als sehr offen, wo dann jeder Schuss so ein Treffer war, so gefühlt. Aber ging es halt ordentlich auch hin und her, weil keiner mehr Kontrolle über das Spiel hatte. War aber auch, muss man sagen, so ein bisschen überschattet vom Schiedsrichter, das Spiel. Also ich bin normalerweise niemand, der Schiedsrichterkritik macht. Weil ich denke mir immer, okay, man fokussiert sich dann immer zu sehr auf einzelne Entscheidungen. Man sagt dann, okay, dieser Elfmeter-Pfiff war scheiße, der hat das Spiel entschieden, aber es war halt nur ein Pfiff. Aber hier war halt gefühlt jeder zweite Pfiff irgendwie eine Fehlentscheidung in diesem Spiel. Und da gab es Elfmeter, die hätten gepfiffen werden sollen. Abseits-Tore, okay, die knapp waren, aber trotzdem. Und dann Dahoud, der hätte rot sehen müssen, meiner Meinung nach. Wobei man immer so diese Abseitsentscheidung, man lastet das immer dem Schiedsrichter an. Das ist natürlich Quatsch, weil das entscheidet der Linienrichter, dafür ist der da. Und, na gut, der repräsentiert dann. Ja, der repräsentiert das, aber ist natürlich schon dann. Also man müsste eigentlich immer das Schiedsrichter gespannt sagen, weil auch bei Fouls müssen auch die Linienrichter mit drauf. Die entscheiden ja auch mit und die gucken also drauf. Ich glaube, die Abseitsdinger waren aber, glaube ich, gar nicht so sehr Riesenfehlentscheidungen. Das war alles sehr knapp, aber. Bei Westergaard-Tor war doch Abseits. War das Westergaard-Tor Abseits? Ich meine schon. Ich meine das auf jeden Fall, dass er. Ja, das war aber ganz knapp abseits. Das erste Tor war ganz knapp abseits von Soloy, meine ich auch. Nee, warte. Ja, das Tor von Soloy, das erste. Nee, Westergaards Foul an Kramaric. Ja, das hat er nicht bewertet, aber das erste Tor. Also da war halt so viel, so Kleinkram, das ist auch so ein bisschen das Spiel dann auch, den Spielfluss kaputt gemacht hat, trotz 5-3, was halt so komisch klingt, aber sind war da, halt einfach sehr stark. Sind da dann taktisch alle Dämme gebrochen, weil man kennt ja gerade jetzt Julian Nagelsmann als jemanden, der da sehr akribisch auf taktische Disziplin auch achtet. Bei Dieter Hecking ist das sicherlich nicht viel anders. Ja. Ist das so ein Moment, wo die Spieler im Rausch des Spiels so das Konzept vergessen haben? Auf beiden Seiten? Hatte schon das Gefühl, aber das war dann auch eher so erst am Ende so richtig passiert. Also wo es dann wirklich so ging, dass dann gar kaum mehr Defensive da war und beide nur nach vorne gespielt haben. Ansonsten fand ich es halt dann schon in der ersten Halbzeit relativ diszipliniert noch. Also nach dem 2-2 ging es dann kam dann so eine Phase, aber dann kam es auch wieder ein bisschen ruhiger, als Hoffenheim wieder auf 2 Tore Führung gemacht, umgestellt hat. Also es gab so phasenweise und dann, ich glaube auch tatsächlich, wenn dann der Schiedsrichter, du merkst, der Schiedsrichter pfeift nicht, wie er pfeifen soll, wenn du merkst, hier fallen so viele Tore, dass dann irgendwie nicht mehr diese Disziplin da ist, wie sie sonst normalerweise da ist. Ja, aber wir erfreuen uns dran. Ein bisschen weniger Disziplin kann auch mal ganz gut sein. Tabellarisch, vor Hoffenheim natürlich ganz wichtiger Sieg, weil da geht es ja echt darum, dass man nicht in die Quali möchte.
Ich denke, dass Hoffenheim ganz zufrieden wäre, wenn sie sich direkt qualifizieren, weil ich glaube auch, dass das im Gegensatz zu Leipzig zum Beispiel, ich glaube, dass es bei Hoffenheim eher personell schwierig wird zu planen, wenn du in die Quali musst, als bei Leipzig, weil die, glaube ich, mit dem Champions-League-Budget gar nicht unbedingt rechnen, weil die so viel Kohle haben, dass das wahrscheinlich egal ist. Hoffenheim ist an einem Punkt, wo die sich auch selbst finanzieren müssen. Und das ist nämlich die Scheiße, wenn du Quali spielst, gerade als nicht gesetzter Verein und du weißt nicht, ob ich nächstes Jahr Champions-League spiele oder Euroleague, musst aber die Transferplanung quasi schon vorantreiben. Das ist, glaube ich, immer eine sehr undankbare Situation. Ist auch sehr undankbar, wenn du mit Süle und Rudi zwei Säulen entsetzen musst und dann gleich schon vor Beginn der eigentlichen Saison dann die wirklich entscheidenden Spiele für dich sind. Und du erst danach auch im Zweifelsfall erst die wirklichen Ersatzleute kaufen kannst. Ja. Also das ist ganz blöd dann. Ja. Genau. So, wir machen ein bisschen weiter. Tobi ist dran, ne? Machen wir weiter. Wir sind ja da oben noch drin, dann machen wir weiter mit Hertha in Mainz. 1:0. Weil Hertha dann hiermit so gefühlt noch, also es gab noch so eine minimale Restchance, dass sie doch noch zu den ersten vier aufschließen können, hatte man sich so überlegt, okay, wenn jetzt da alles so nach Plan läuft und Hoffenheim muss noch gegen Dortmund spielen, hat man so ein paar Gedankenspiele gehabt in Berlin unter der Woche, aber das ist jetzt so beendet. Hatte man die, ja? So ein bisschen, also so ein, zwei Leute haben dann noch so im Kopf gerechnet, wie ich das mitbekommen habe. Jetzt kann man das komplett beenden. Jetzt kann es nur noch darum gehen, Platz 5 irgendwie zu halten. 1:0 verloren gegen Mainz. Hertha wieder mit dem Auswärtsgesicht. In der ersten Halbzeit kein Druck ausgeübt. Mainz das Spiel völlig überlassen. Aber gleichzeitig wieder mal eine Kontermannschaft gewesen. Also auf Konter gespielt, ohne wirklich Konter zu spielen. Also sie haben keine Entlastung hinbekommen. Sie haben keine Ballgewinne hinbekommen. Und Mainz, die waren so richtig geil drauf auf das Spiel. Mhm. Aber das war jetzt gar nicht so aus taktischer Sicht irgendwie hervorzuheben oder irgendwas, sondern das war einfach Intensität pur. Also wirklich 4-4-2-Pressing und dann wirklich vorne rauf und dann so schnell wie es geht, jeden Ball in den Strafraum zu wuchten. Und unter diesem Druck ist Hertha in der ersten Halbzeit irgendwie zusammengebrochen. Mhm. Ja, das ist ja oft, hat man das Gefühl, so ein bisschen, dass diese Wucht, diese Energie unglaublich viel ausmachen kann. Man sieht es bei Bremen, die eine unglaubliche positive Wucht und Energie jetzt in diesen Lauf mit reinbringen. Und man sieht es beim HSV, wenn die Heimspiele gewinnen, dann machen sie das eben auch nicht über spielerische Klasse, sondern über Wucht und Energie und über Willen. Und Mainz ist jetzt, nachdem sie quasi in diesen Abstiegskampf getaumelt sind und dann die Trainerfrage ja auch hatten, da war natürlich dann auch die Frage, okay, wie reagiert die Mannschaft jetzt darauf, dass Schmidt bleibt und kollabieren die irgendwie oder reißen die sich zusammen? Und sie haben sich zusammengerissen und das war auch ein Sieg des Willens, ohne jetzt Leni Riefenstahl zitieren zu wollen, falls das gerade außerdem passiert ist. Aber das ist, glaube ich, die Art und Weise, wie du den Abstiegskampf einfach annehmen musst, wenn du bestehen willst. Ja, mit Sicherheit. Und wenn man sich anguckt, Hertha spielt eine Rückrunde, die auch jetzt gemessen an der Erwartungshaltung durch die Hinrunde auf jeden Fall auch keine gute ist. Platz 14 in der Rückrundentabelle, 13 Punkte nur geholt. Das ist auch ein Thema, ähnlich wie bei der Eintracht, vielleicht auch ein bisschen ja, Köln auch. Das sind Vereine, die eine unheimlich gute Hinrunde gespielt haben, wo die Früchte schon so nah sind, die Medien, das sind ja auch große Städte, wo dann die Medien auch entsprechend reagieren und schon von Möglichkeiten reden und so weiter. Und dann holt die Realität einen wieder ein. Und das sind, glaube ich, dann auch so, das sind dann vielleicht kleine Vorteile, die so Vereine wie Mainz oder Augsburg, die jetzt schon länger da unten rumkrebsen, die schon mehr geeicht sind auf diesen Abstiegskampf, die ganz klar mit dem Kopf dabei sind, wir wollen die Klasse halten. Wobei ich das bei Mainz eben ein bisschen anders sehe, weil die ja gerade in den letzten Jahren eher Tuchfühlung nach Europa hatten. Ja, aber gut, aber in dieser Saison. Ne? Ja, aber die sind ja so auch so reingetaucht. Aber die haben auch ein anderes Selbstbild. Ja, ja, die haben auch ein anderes Selbstbild. Ja, aber du musst, ich glaube, es ist schon ein Unterschied, ist, wenn du als Underdog immer oberhalb von Platz 10 irgendwie spielst, dann bist du der Underdog und spielst immer über den Erwartungen und hast natürlich auch eine gewisse geistige Freiheit irgendwie. Und wenn du dann aber auf einmal da unten reinkommst, das ist halt eine andere, da musst du einfach anders auftreten. Aber ich glaube, spätestens nach diesem Spiel kann man darüber in Mainz nicht mehr reden. Also die haben es angenommen. Ja, also die waren, ja, die waren von allen Mannschaften, die ich am Wochenende gesehen habe, die galligste. Also die waren wirklich von der ersten Minute an, aber Vollgas rein. Was halt das Problem ist, so Hertha, Frankfurt, Köln, wo die jetzt stehen quasi, also Hertha auf 5, Köln auf 7, Frankfurt auf 10, vor der Saison hätte das, glaube ich, jeder Fan mit Kusshand genommen. Ja. Das Problem ist halt, dass es dieses Jahr so einfach eigentlich ist, nach Europa reinzukommen.
Ja, weil einfach Vereine wie Wolfsburg, Gladbach, Schalke, Leverkusen, Vereine, die normalerweise da oben angemeldet sind, einfach nicht da oben sind. Und es wird mit Hoffenheim und Leipzig zwei Leute da in die Champions League. Und es wird halt immer schwerer, ne? Also das darf man nicht vergessen. Du hast mit Leipzig und Hoffenheim dann jetzt zwei eh schon finanzstarke Vereine, die noch mal mehr Geld kriegen, wenn sie Champions League spielen. Du hast mit Stuttgart und Hannover vielleicht zwei Aufsteiger. Gut, das wird man noch sehen, wer aufsteigt, aber zwei Traditionsvereine, die sicherlich auch alles dran setzen werden, diese Schmach nicht noch mal erleben zu müssen. Also du hast nächstes Jahr nicht die zwei Mannschaften unter Umständen, wo du sagst, okay, die gehen runter. Und wenn man sich anguckt, wie eng das alles ist, dieses Jahr schon, du hast einen Leverkusen, Schalke, die nochmal nachlegen werden, die auch keinen Bock mehr haben, nochmal so eine Saison, Wolfsburg. Also ich bin echt gespannt auf nächste Saison, ja. Plus die erhöhten TV-Gelder, die, glaube ich, nächstes Jahr ausgeschüttet werden. Gut, das gilt für alle, aber also da gerade Vereine, Traditionsvereine aus dem Mittelfeld wie Köln, wie Hertha, wie Frankfurt, die müssen sich warm anziehen nächste Saison, wenn da nicht irgendwelche Geldquellen zu finden sind, die sie konkurrenzfähig machen. Nee, was ich sagen wollte, war halt, dass sich natürlich ein Hertha jetzt extrem ärgert, weil wenn sie einfach auswärts nur ein oder zwei Spiele mehr gewonnen hätten, würden sie Champions League mitreden. Wenn Köln nicht so blöd gegen Augsburg, zu leiten. Sagen, ne? Ja, aber das ist diese Saison besonders blöd, weil sie ja auch sich besonders blöd anstellen, sagen wir es mal so. Köln hat ja auch in der Rückrunde wie viele Punkte geholt? 8 oder 7? Ich weiß es gerade nicht. Aber nee, in der Rückrunde haben die 14, glaube ich. Köln? Nee. Doch. So viele doch nicht. Doch. Rückrundentabelle, Köln, 14 Punkte. Oh, doch so viel, aber es ist auch nicht viel eigentlich in 12 Spielen, 14 Punkte. Aber es ist ein bisschen was. Aber genauso Frankfurt, halt, da ärgert sich natürlich doppelt einfach. Kannst auch nicht annehmen, so dass, okay, wäre jetzt Gladbach gekommen, hätte jedes Spiel gewonnen oder Schalke gewonnen, hätte es jedes Spiel gewonnen. Hättest du auch sagen können, okay, die machen halt ihre alte Stärke, aber machen sie auch nicht. So. Ja. Gut, also wir könnten, glaube ich, die Sendung heute einfach mal spontan verlängern, aber das dürfen wir natürlich nicht. Aber es macht irgendwie Laune heute. Mit dem neuen Set und einen geilen Stühlen. Ja, vielleicht einfach mal an was anderem, ich weiß es nicht. Aber wir müssen uns leider ein bisschen ranhalten. Das wird am Ende wieder Mannschaften zu spüren bekommen, die dann nicht so viel Zeit haben. Aber das tut uns natürlich leid. Nimmt doch einfach mal meine Vorlage auf und macht schnell Augsburg-Köln. Augsburg. Das passt da thematisch gerade hier so perfekt rein. Augsburg-Köln. Augsburg. Das ist ja halt so ein richtig 2-1. Ding, glaube ich, warum sich die Kölner auch ärgern. Du spielst gegen Augsburg, die aus der Krise kommen. Augsburg sind auch kämpferisch dabei, geben auch Gas, aber sind jetzt auch nicht Übermannschaft so. Du hast selber Chancen. Osako, der alleine vorm Tor steht, den Ball nur noch einschieben muss und dann Ball vorbeitritt. So. Da stand es 0-0. Da stand's 0-0. Also das wäre ein anderes Spiel geworden, wenn Osako den macht. Also. Ja. Was aber, glaube ich, die Leute in Köln noch viel mehr ärgert. Es liegt 2-1 hinten. Augsburg ist kaputt, die machen nichts mehr nach vorne, die ziehen sich mit den Viererketten zurück. Die sehen nach und nach rote Karten, also am Ende nur noch 8 Augsburger. Es gibt Feldspieler. 9 Augsburger, 8 Feldspieler. Es gibt 6-7 Minuten Nachspielzeit, wie viel gab es? War auch eine relativ lange 6. Nachspielzeit. Ja, glaube ich. Und dann kommt einfach nichts am Ende. Also kommt keine Chance, kein großes Aufbäumen, kein, wo du das Gefühl hast, okay, hier wird jetzt nochmal alles nach vorne geworfen, so, sondern halt irgendwie das Spiel plättert so zum Ende hin. So, also es gab natürlich dann eine Offensive, aber halt die war nicht so wuchtig und die kam halt sehr spät. Und du denkst dir als Kölner, Mensch, wir spielen jetzt hier in Augsburg, wir spielen um Europa, das Ding müssen wir eigentlich hier gewinnen und da müssen wir eigentlich mal ein bisschen mehr geben. Und ich glaube, darüber haben sich die Fans geärgert, auch so ein bisschen. Nicht über die Saison, die immer noch gut ist, aber sondern dass man diese Chancen dann einfach so liegen lässt. Einmal natürlich im Wahnsinne des Wortes mit Osako, aber auch mit, wenn man da ein bisschen mehr Gas gibt in diesem Spiel und wirklich ein bisschen mehr Druck über die Flügel macht, ein bisschen mehr nach vorne spielt, dann könnte man da was holen. Aber hat man nicht getan. Das Gefühl hatte ich auch. Ich habe auch dachte, dass Köln relativ harmlos war, dass man gar nicht so das Gefühl hatte, dass die das noch umwuchten wollen. Fragt man sich, woran das liegt? Ist vielleicht die Verlockung auf Europa nach langer, langer Zeit für Köln wieder weniger Antrieb als die Angst vor Abstieg? Das glaube ich mit Sicherheit. Das glaube ich schon. Ich glaube, dass ein Team, das im Abstiegskampf ist, auf jeden Fall ums Überleben kämpft, während ein Verein, der im gesicherten Mittelfeld ist, Worst-Case-Szenario ist immer noch Mittelfeld. Worst-Case ist immer noch, sind wir halt nächstes Jahr. Das ist, glaube ich, auf Vorstandsebene ist es, glaube ich, was anderes. Ich glaube, so Vorstände oder Manager denken sie, die rechnen wirklich so in den Millionen, denken sich auch, fuck, das wären 4 Millionen mehr, da hätte ich den Spieler holen können oder den Spieler. Aber als Spieler selbst
glaube ich, ist es nicht, dass es nicht da vorhanden ist. Die wollen auch in die Euroleague oder in die Euroleague oder so, aber ich glaube, wenn du die Angst im Nacken hast, abzusteigen, ich habe das bei der Eintracht letztes Jahr gesehen, wie die am Ende in die Zweikämpfe gegangen sind. Da fragt man sich dann natürlich schon, warum nicht immer so eigentlich? Aber es ist einfach nochmal eine andere Situation, die einfach nochmal, auch die Fans sind anders drauf, alles ist anders irgendwie in der Situation. Ich glaube, Abstiegskampf mobilisiert da einfach noch mal mehr als eine theoretische Chance auf einen Euro. Es geht ja um deinen Job letztlich auch bei Abstiegskampf ganz oft. Ja. Beziehungsweise geht darum, dass du erste Liga spielst, dass du im Fokus bleibst und auch ganz oft Spieler wissen, dass sie verkauft werden müssen. Beziehungsweise wollen auch dann verkauft werden. Ja, oder auch Jobs auf den Arbeitsstellen oder so. Ja, oder genau das. Also da geht's Geschäftsstellen. Ja, da geht's. Und natürlich geht es bei Europa auch um Jobs, aber um Jobs, die noch zu schaffen sind. Also du triffst nicht jeden Tag auf die Leute, die entlassen werden würden beim Abstieg. Anders, als wenn du überhaupt um Europa spielst. So. Ja. Das ist halt dann das Problem. Das stimmt schon. Ich weiß auch nicht, ob die Europa League so sexy ist. Nee, also ich weiß nicht, ob das wie das aus Spielersicht ist. Das kann ich nicht sagen. Die ist sexy vielleicht auf dem Halbfinale. Davor ist sie nicht sexy. Ich finde, die Europa League ist das abgenudelste Produkt, was die UEFA hat. Die haben aber ich glaube nicht, dass du das als Spieler so siehst. Ja, die sagen immer, ich habe Bock auf Europa und will mich da ein Schaufenster stellen. Ich weiß nicht, ob die dann de facto Bock haben, nach Krasnodar zu fliegen oder so im Winter. Keine Ahnung, aber es ist einfach. Wenn du jetzt nochmal, wo hast du gespielt? Champions League. Nein, wie heißt denn Verein? Also TSV Adendorf, aber dann JSG Adendorf, Jugendspielgemeinschaft Adendorf-Briedling. Genau, die Jugendgemeinschaft Adendorf-Briedling. Jugendspielgemeinschaft JSG Adendorf-Briedling. Und wenn du da die Chance gehabt hättest, weiß ich nicht, nach Wetzlar gegen den SV Wetzlar zu spielen, oder? Da hättest du auch Bock gehabt. Einfach mit deinen Jungs nach Wetzlar einfach mal was anderes, einfach mal ein Kräfte messen gegen ein Team, das ihr so sonst nicht seht. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, dass so. Wenn du wüsstest, wie falsch du liegst, weil bei uns war das teilweise. Um dir das auch kurz aufzuklären, wir sind immer aufgestiegen in dem einen Jahr. Jetzt kommen wieder die Geschichten vor. Dann haben wir nämlich Bezirksliga gespielt und haben nur auf die Fresse gekriegt und hatten deswegen. Kein Bock mehr. Edian hat irgendwie recht. Ich gebe dir recht. Wir hatten mal irgendwann in der Jugend hatten wir auch so ein Turnier. Irgendwo wo wir anders waren. Da waren im Trainingslager irgendwo in der Ostsee oder sowas. Und da waren dann auch so irgendwie dänische Mannschaft dabei und einer aus Berlin. Und das war irgendwie schon cool. Ich glaube schon, als Sportler hast du vielleicht einfach mal Bock, als Profisportler, als Berufssportler dann mal zu gucken, wie geht's denn da eigentlich ab mit Fußball in Aserbaidschan oder so. Das ist einfach mal so ein bisschen, weiß ich nicht. Wenn du den ganzen Tag immer nur das Gleiche siehst und so, ich glaube schon, dass sie schon auch ein bisschen Bock auf Euroleague haben. Ich will jetzt hier nicht kulturpessimistisch sein. Ich würde das jetzt nicht nur als Strafe sehen. Meinst du, dass die Smartphone-Kicker von heute Bock haben, Aserbaidschan zu sehen? Ich glaube, dass das für einen Fußballer durchaus schon einen Reiz hat, Euroleague zu spielen. Ich glaube schon. Das schon das, aber ich glaube, das so ein Riesenreiz. Es ist vielleicht nicht so. Nein, ich sag ja auch, es hat nicht den gleichen Motivationsschub wie Abstiegskampf, aber allein, weil die Fans schon außer sich sind, weil es für die Fans wichtig ist, einfach zu sagen, wir sind Euroleague. Ich glaube, das ist einfach schon so ein Prestigeding. Ob dann die Reise dahin und der Gegner wirklich attraktiv sind oder nicht, das steht dann noch. Aber ich meine, die Eintracht hat letztes Jahr auch zum Beispiel ein Heimspiel gegen Porto gehabt, weißt du? Das ist dann schon was für einen Eintracht-Spieler, mal gegen eine Mannschaft wie Porto zu spielen. Das kannst du dir dann schon mal in dein Heftchen schreiben. Das hat dann auch nicht jeder. Das ist sicherlich schön. Aber, ich stimme deine Ausgangsthese auf jeden Fall zu, glaube ich, wir beide, dass wenn eine Mannschaft, die um Klassenerhalt spielt, gegen eine Mannschaft, die um Europa spielt, ist die mit dem Klassenerhalt diejenige, die mehr Bock hat. Also die verzweifelt ums Überleben kämpft. Genau, die eher dann Dieser animalische Überlebensmodus ist dann eingeschaltet. Ne? Also Adrenalin wird ausgeschüttet, du spürst keinen Schmerz mehr, deine Arme fliegen dir vom Körper, du merkst das gar nicht, weil du so im Rausch, im Überlebensrausch bist, beißt einfach um dich irgendwie. Das ist so, wie wenn wir Hunger haben. Und wenn wir Hunger haben, dann greifen wir zu verzweifelten Maßnahmen und dann machen wir sowas wie Werbung. Ist sie schon da? Naja, weiß nicht genau. Ich habe mich übrigens hier geschnitten an meiner Moderationskarte. Nicht so viel, das ist ein guter Mann. Da stand gerade vielen Dank und Donny hat gesagt Dankeschön. Ich weiß nicht, ob das rechtlich okay ist, wenn man was anderes sagt, als was da steht.
Dann schmeißen wir den raus, den Drecksack. Dass wir vielleicht Donny rausschmeißen. Ohne Scheiß. Schwein. Du meinst das jetzt wahrscheinlich Scherz. Ich finde, sowas macht mir Krebs, so innerlich. Also ich, mich regt das wirklich auf. Suchst du einen Job? Du hast einen. Ja. Sprecher bin für, ja sonst du bist arbeitslos. Jetzt, du bist jetzt Comedian. Ja, manchmal braucht es ist das exakt, was Comedians. Kennst du einen Witz? Bist du lustig? Ja? Ist Mario Barth war das auch so. Der war eigentlich unlustig. Bis er dann. Da hat ihn jemand gefragt, ob er nicht Comedian sein will. Ist er an einem freien Dienstagabend ins Olympiastadion gegangen. So war das. Gut, also. Das war ja aber wirklich ein Furz gerade. Herzlich willkommen zurück zu Bundesliga, die Sendung, die. Auch mal, wo man wir haben auch gar keine Zeit. Ich muss ganz schnell. Ich versuch's ja. Ihr seid ja nicht einzufangen. Du hast schon wieder den Satz angefangen. Wir machen heute weiter mit folgenden Spielen noch. Fehlt Wolfsburg gegen Ingolstadt. Uns fehlt Leipzig gegen Freiburg. Wolfsburg, ich bin dran. Wolfsburg, Ingolstadt. Wahnsinnsspiel. 3-0 Wolfsburg. Und der Gomez hat wieder getroffen unter Jonker. Wow, was eine Story. Oder? Es ist jetzt bereits das 11. vom 12. Spiel? Das ist oder der Wahnsinn. Das ist ja so unglaublich. Ich würde das gerne immer erwähnt haben. Jedes Mal, wenn Gomez trifft, einmal erwähnt. Es geht gar nicht anders. Und wenn er nicht trifft, dann hat er halt dieses Mal nicht getroffen unter ihm. Aber wenn er wieder trifft, hat er wieder getroffen unter ihm, weil er halt der Trainer ist. Das ist der Wahnsinn. Du fändest das witzig, aber wenn er eines Tages nicht mehr trifft unter Jonker, dann gibt es Sportjournalisten, die entlassen werden, weil sie nichts mehr zu berichten haben, wie sie. Oder Jonker wird entlassen, weil sein Voodoo-Zauber. Oder Jonker wird entlassen. Da geht es um Menschenleben hier. Geht es um Existenzen. Ist wirklich so. Lass uns über das Spiel reden und jetzt mal aufhören, hier so rumzualbern, denn das war ja kein unwichtiges Spiel. Ingolstadt kam mit 9 Punkten aus der englischen Woche und Wolfsburg musste auch dringend gewinnen, denn die stecken mitten im Abstiegskampf, im Gegensatz zu den Konzernambitionen. Und Matip hat nach Spielende was ganz Interessantes gesagt. Und zwar hat er gesagt, dass sie vielleicht mental einmal runterkommen mussten nach diesen 3 Spielen in der englischen Woche, die ja überlebenswichtig waren für Ingolstadt, um überhaupt wieder Anschluss zu finden. Und dass sie deswegen vielleicht nicht so bei 100% waren mental. Das unterstützt ja auch das, was wir vorhin so gesagt haben über den mentalen Aspekt beim Abstiegskampf. Das fand ich eine sehr bemerkenswerte Aussage. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, wenn du halt wirklich dich so fokussierst, vom Kopf her und irgendwie, du musst richtig um dein Überleben kämpfen, weil wie oft kann ein Tier ums Überleben kämpfen, bis es irgendwann sagt, so, nee, jetzt hab ich Schnauze voll, jetzt ist das Leben auch nicht mehr lebenswert. Jetzt fress mich doch, du Natter. Und ich kann mir das richtig vorstellen, wie das vom Kopf her sein muss, dass man einfach mal sagt, okay, ich muss jetzt einmal kurz runterkommen, ich kann mich nicht immer hier oben halten. Und das ist vielleicht Ingolstadt passiert. Ja, ich war ist auch ein bisschen bemerkenswert, dass Wolfsburg zunächst mal so, hatte ich das Gefühl, ein bisschen auf Sicherheit bedacht war und auch gemerkt hat, okay, Ingolstadt, da dürfen wir nicht zu riskant gehen, die dürfen wir keine Standards geben, da müssen wir erstmal gucken, dass die nicht halt am Anfang irgendwie ihr Erfolgserlebnis bekommen. Und ich fand, das war dann in der ersten Halbzeit auch ein sehr nervöses Spiel, sehr wenig, was am Stück passiert ist. Und dann hat es eigentlich Wolfsburg gereicht, defensiv stabil zu stehen, wie gesagt, und dann in 2-3 Situationen die technische Klasse, die sie haben, aufblitzen zu lassen. Das war, glaube ich, vom 2-0 oder vom 1-0 sogar, wo die Davi so diesen Hackentrick, also er leitet das Tor ein mit einem Hackentrick aus der Luft, wo du halt gesehen hast, okay, diese Mannschaft ist eigentlich theoretisch zu gut für das, was sie, wo sie steht. Oder auch Mali, der ein sehr schönes Tor geschossen hat. Also da war wirklich, da hast du dann gemerkt, okay, wenn sie mal dann wirklich Vollgas geben, den Ball gewinnen und dann schnell, schnörkellos nach vorne spielen, dann sind die nicht zu halten. Und das sind dann die 3 Situationen, die Ingolstadt das Genick gebrochen haben. War jetzt auch nicht so, dass Wolfsburg mega Ingolstadt in die Wand gespielt hat, sondern einfach sich konzentriert, simpel verteidigt im 4-4-2, Standards halbwegs gut verteidigt, dass ja Ingolstadt halbe Miete von Ingolstadt ist und dann 3-0 gewonnen. Ja, dem kann man einfach nicht so viel hinzufügen. Nee, wenn Tobias Escher anfängt zu reden, ist immer schwierig. Danke, Tobi. Danke, Tobi, du ruinierst diese Sendung für alle. Dann lass uns doch mal weitermachen. Mit das machen wir als letztes. Dann haben wir noch Darmstadt gegen Schalke. Ja, ein sehr interessantes Spiel. Darmstadt ist ja schon lange aus der Wahrnehmung der möglichen Nicht-Abstiegskandidaten gerutscht. Da hat sich jeder schon mit abgefunden, dass da schon gar nicht mehr drüber gesprochen wird. Und aus dieser komfortablen Position der Nichtbeachtung hat Darmstadt auf einmal etwas Kurioses getan, nämlich ein Spiel gewonnen gegen Schalke 04, die ja ganz andere Ambitionen haben. Man hat 1-0 geführt, ne? Glaube ich, dann kam Schalke zurück und dann hat man in Überzahl, denn der junge Kehrer hat Platzverweis sich abgeholt bei einer Aktion gegen Shiplock. Wurde als Notbremse gewertet.
Und dann kurz vor Schluss hat Darmstadt mit einer der letzten Angriffe dann noch das 2:1 geschossen und ist damit dem Abstieg entrungen. Man hätte absteigen können, wenn sie verloren hätten. Jetzt sind sie noch voll im Rennen. Und für Schalke, also ist es leider wahrscheinlich nicht mehr als eine kleine Randnotiz, ein Erfolgserlebnis auf dem Weg nach unten, sozusagen eine Lootbox auf dem Weg zum Level-Downgrade für Darmstadt. Aber für Schalke ist es ärgerlich, denn die haben ja tatsächlich noch Chancen, nach Europa zu kommen. Und da muss man aber solche Spiele mitnehmen. Ja, da musst du vor allen Dingen auch die Elfer, die dir geschenkt werden, musst du dann auch verwandeln. Ja. Ne? Und das haben sie nicht getan. Und ich muss auch sagen, Darmstadt hat mir gut gefallen in der Partie. Haben wirklich nicht gespielt wie ein Absteiger. Die haben erstaunlich nach vorne gespielt, hatten auch gute Spielanteile und haben sich auch dann am Ende dieses 2-1, was war 92. Minute oder sowas? In der Nachspielzeit, glaube ich. In der Nachspielzeit haben sich das dann auch erarbeitet und irgendwie war ich gar nicht so überrascht. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, es lag schon mehr oder weniger in der Luft, weil Schalke auch in der Partie nie so richtig, die sind nie so richtig reingekommen. Die waren, die Statistiken sprechen für Schalke mit mehr besserer Passquote, mehr Ballbesitz und so weiter, aber sie waren nie so richtig Herr im Haus, sage ich mal, wie man das eigentlich beim Kräfteverhältnis von Darmstadt-Schalke gewohnt wäre. Und das sind dann eben so Sachen, muss Schalke halt mehr draus machen, dann mindestens zumindest den Punkt dann noch sichern, wenn du schon nicht einen Dreier einfährst. Aber vielleicht sogar ganz gut. Also das 1-1 hätte man noch schön reden können und das 2-1 wird schwierig, jetzt schön zu reden. Vielleicht passiert da was. Und da gibt es ja auch schon wieder im Hintergrund, hört man ja schon wieder die Säbelrasseln vom Tönnies. Ja, man weiß ja, da ist kein Kind von Traurigkeit. Und von Menschlichkeit. Ja klar, also die letzten Chancen, die Saison zu retten, sind weg. Also Europa League wahrscheinlich raus. Mhm. 2-0 ist schwer aufzuholen aus dem Hinspiel. Und Liga auch nicht mehr so viel möglich. Tja, da kann die Saison sich verabschieden in den nächsten Spieltagen. Ich habe einen ganz lustigen Appell irgendwo in den sozialen Netzwerken gelesen von einem Schalke-Fan, der geschrieben hat, dass die Einstellung des Schalke Umfelds, also inklusive auch der Zuschauer, der Verantwortlichen, auch das Hauptproblem eigentlich des Vereins ist und dass man tatsächlich mal feststellen muss, dass Felix Magath die erfolgreichste Zeit seit den 50er Jahren auf Schalke geprägt hat, aber dass der eigentlich allenthalben als Störenfried wahrgenommen wird. Ja, gut, also Felix, das waren ja auch andere Gründe dann teilweise. Ja, aber er hatte sportlichen Erfolg. Und, ja. Aber die Anspruchshaltung muss von Schalke mit dem Kader auch höher sein als, was sind sie jetzt gerade? Ich weiß nicht. Elfter, glaube ich. Elfter. Also die haben schon auch einen ganz schön geilen Kader und fast jeder Spieler, der da auf dem Rasen ist, würde ich mit Kusshand zur Eintracht nehmen. Da muss schon mehr bei rumkommen. Und auch die Kohle, die der Verein investiert, das ist schon einfach. Aber Kohle, die haben ja auch genug Bergwerke auf Schalke. Leipzig gegen Freiburg. Darf ich noch mal eine Sache sagen? Also, was soll man denn dazu? Was soll man denn darauf antworten? Du antwortest eh nicht mehr. Ist doch egal. Einfach, mach einfach was du immer machst. Aber was soll ich denn darauf antworten? Nichts. Ja, eben. Du setzt einen immer so einen Kasten davor, gegen den man dagegen rennt. Und dann guckst du die Reaktion an. Und ich weiß einfach nicht, was soll ich denn dazu sagen? Ich hab noch einen. Und zwar, da kannst du vielleicht auch was sagen. Das ist mir vor 2 Jahren oder so mal aufgegangen. Und zwar habe ich also wirklich 34 Jahre meines Lebens das Schalke-Logo nicht gerafft, weil das Weiße außenrum ist ein G für Gelsenkirchen und das Blaue spielt gar keine Rolle. Das steht und ich dachte immer, das ist irgendwie ein Bergwerksstollen. Das Blaue ist irgendwie ein Bergwerksstollen, wo das dann so abwärts geht oder so. Das ist völliger Schwachsinn. Das ist einfach nur ein weißes G. Und das habe ich all die Jahre nicht gesehen. Ich glaube, vor 2 Jahren habe ich das gecheckt. Ich habe seitdem das Schalke-Logo nie wieder so gesehen wie früher. Also vielleicht ist ja der ein oder andere dabei, der das auch zum ersten Mal sieht. Ich wusste nicht, dass das ein G ist. Du siehst es auch zum ersten Mal jetzt? Ja, es ist abgefahren, oder? Du wirst es nie wieder anders sehen. Ich bin mir auch nicht sicher. Bist du sicher, dass es ja, es ist G für Gelsenkirchen. Also so. Der Gast, der von Karpathy Lviv angereist ist, ja, der muss jetzt hier warten, weil du das erste Mal denkst, dass das Schalke-Logo ein G drin hat. Bedürfnis, das in dem Moment nochmal zu sagen, damit alle Leute da draußen auch die Chance haben, das G zu sehen. Einmal ein G finden im Leben. Wie oft hat man die Chance? Die meisten finden nie ein G. Punkt. Ich habe das jetzt diesen Gag extra so, dass man sich das nur dagegen. Wollen wir vielleicht unseren Gast, wenn du ihn gerade schon mal Leipzig rufst, gegen Freiburg, kann man kurz in 2 Sätzen abhandeln. Ja, gleich rufen wir den Frederik dazu. Machen wir kurz noch Leipzig. Weil man da auch nicht so unendlich viel sagen muss, weil Leipzig einfach wieder im Dominanzmodus
haben ein bisschen hoch, fand ich das 4-0, fand ich ein bisschen fies, weil die so wirklich jede Chance gemacht haben. Aber Freiburg hat auch keine wirkliche Entlastung gesorgt, hatten zwei, drei kleine Chancen. Ja. Ich finde, dass jetzt, wo sie wieder die Standardmannschaft haben mit Paulsen, der vorne das Pressing anleitet und Forsberg auch wieder ganz voll und ganz da ist, haben sie wieder eine Qualität gewonnen und sind jetzt wieder in der Hinrunde unterwegs. So. Ja, souveräner Sieg. Freiburg immer noch da oben drin, ich glaube auf Platz 6. Aber das Torverhältnis, minus das ist faszinierend. Ne? Also wie man mit minus 15 im Torverhältnis, ohne 8-0 gegen die Bayern zu verlieren, auf Europaplatz stehen kann, das müssen... Vor allem mit 51 Gegentreffern, was der zweithöchste Wert ist nach Darmstadt. Das ist mal effizient. Dritthöchste, ich glaube. HSV hat auch noch ein paar mehr. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Oh ja, dritthöchste, ja. Also, Das Torverhältnis vom HSV ist in der Tat auch nicht so geil. Das ist besorgniserregend, aber man hat sich das verdient. Genau. Also, lass uns das ein bisschen kürzer halten. Dann haben wir noch ein Spiel und, oder haben wir eins übersehen? Leverkusen Bayern. Das meine ich so. Von wem bist du denn eigentlich Fußballfan? Echt? Ja, dann komm doch jetzt dazu. Meine Damen und Herren, ich begrüße Frederik Straube von den Soccer Days. Frederik, schön, dass du da bist. Moin, jetzt hast du lange gewartet. Nimm Platz. Ja. Möchtest du eine Flasche? Ja, mit Gas. Ja. Das ist das. Soll ich jonglieren für euch? Für Frederik. Das ist ein Traum. So, ich danke dir mal lieber. Schön, dass du da bist. Wir quatschen gleich über dich. Und über die Soccer Days. Vorab allerdings dein Lieblingsverein. Bayern München in Leverkusen 0-0. Wie hast du das Spiel gesehen? Ich habe es tatsächlich nur teilweise gesehen. Seit vielen Wochen mal wieder wirklich Freizeit genossen. Und ich muss sagen, ich bin so ein bisschen, es war ja Rotation angesagt wieder, bisschen überrascht, wie behäbig die Bayern jetzt in der Rückrunde an sich agieren. Und so habe ich das auch in diesem Spiel wahrgenommen. Tun sich schwer, Chancen zu kreieren, auch in Überzahl. Auch die Außen gefallen mir nicht. Also an der Stelle muss ich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht, so wie das im Moment läuft. Und bin auch gespannt, wie das heute Abend in Madrid. Du sagst ja selber, das war die Rotation, der zweite Anzug, wenn man so will. Genau. Und da wird ja viel drüber diskutiert, dass wenn die alten Hasen, sag ich mal, Ribéry und Robben, nicht mehr da sind oder nicht mehr spielen, dass dann so Leute wie Coman, Sanchez, Costa und so weiter eigentlich, die ja geholt wurden, um irgendwann mal in diese Fußstapfen zu treten. Aber das siehst du noch nicht so ganz. Nein. Also für mich sind das von der Qualität her bei jedem anderen Verein sicherlich wären es Leistungsträger und vielleicht die Stars. Beim FC Bayern muss ich sagen, bisher sind es mehr Ergänzungsspieler. Also noch nicht das, dass die dann wirklich in den entscheidenden Situationen was kreieren und auch dann den schweren Rucksack, den man beim FC Bayern ja sicherlich hat, tragen. Und dazu wirklich dann so ein Team dann auf die Siegerstraße führen, Spiele entscheiden, wie das eben Robben und Ribéry über viele Jahre ja bereits bewiesen haben. Das sehe ich da tatsächlich noch nicht. Sanchez ist natürlich noch sehr jung, auch eine andere Rolle, nicht vergleichbar mit Offensivkräften an der Stelle. Aber da bin ich ganz ehrlich, ich glaube, da wird sich auch noch was tun und da muss sich auch was tun. Ja, es sind ja immer wieder auch Spieler im Gespräch, Brandt von Leverkusen, selbst ein Gnabry aus Bremen. Also man sieht auf den Außen, fühlen die Bayern sich da auch noch nicht adäquat aufgestellt für die Aufgaben, die sie haben. Brandt sehe ich auch nicht auf einem Robben-Ribéry-Niveau. Na, aber er ist auch sehr jung. Und du wächst natürlich auch mit der Qualität deiner Mitspieler. Aber ich glaube, die Qualität, die ein Robben im 1 gegen 1 oder im 1 gegen 2 sogar hat, die Qualität, die ein Ribéry hat, die kannst du auch einfach nicht so leicht finden. Das sind einfach, die gehören zu den 10 besten Spieler der letzten 10 Jahre wahrscheinlich. Mhm. Also wie willst du da einfach mal so einen Ersatz aus dem Ärmel schütteln? Nicht so einfach. Du hast gesagt, sie haben Schwierigkeiten gehabt, Chancen rauszuspielen. Dennoch hatten sie eine Menge Chancen. Also sie hätten das Spiel auch 3-0 gewinnen können. Dann hätten wir jetzt wahrscheinlich anders drüber geredet, über die effizienten Bayern. Sie haben sie noch nicht reingemacht. Hm? Richtig. Mhm. Ja. Was in dieser Saison auch vermehrt vorgekommen ist. Also dass sie sehr Lewandowski-abhängig gefühlt. Das kommt vielleicht auch daher, dass so Ancelotti das System natürlich schon ein bisschen angepasst hat, geändert hat, dass Müller viel auf der Bank sitzt, wenig spielt, wenn er spielt, wenig Bindung zum Spiel hat gefühlt, der in den letzten Jahren ja immer ein Garant für viele Tore war. In diesem Jahr hat er, glaube ich, ein paar Assists gesammelt, ist da, glaube ich, relativ weit oben auch, aber sonst fehlt so ein bisschen die Gefahr, wenn eben kein Robben, kein Lewandowski für Gefahr sorgen, ist wenig da.
Genau, auch da fehlt es dann eben an Ersatz auf der Mittelstürmerposition. Ich finde, gegen Madrid im Hinspiel hat man das noch doch viel deutlicher gesehen, wo ja. Lewandowski da gefehlt hat. Und da kann man froh sein, dass Lewandowski so ein verletzungsunanfälliger Spieler ist. Ja, ne? Also das muss man wirklich sagen, weil der, wie viele Spiele der macht und durchspielt, da können die Bayern auch froh sein, weil wenn der mal verletzt ist... Das Problem ist, dass man jetzt so ein bisschen vom... Das spricht auch gegen das Selbstwertgefühl der Bayern eigentlich, wenn man sagt, man ist abhängig von dem und dem Spieler. Weil die Bayern waren ja immer dieses Mir sei mir, der Club ist größer als die Spieler, man hat so einen... Entschuldigung, wenn ich Mir sei mir höre, dann kriege ich direkt... Aber das ist ja die Philosophie des Clubs, ja, weißt du? Was ist das für eine Philosophie, wir sind wir? Das heißt ja, ich weiß ja, was es heißt. Ist ja nicht so, dass das Code das heißt ist, den ja nur Bayern verstehen. Mir sei mir, wir sind wir, wir machen, was wir wollen, heißt es. Leck mich am Arsch, ihr Spastis. Ja, das heißt es. Aber darum geht es ja nicht. Es geht dass die Bayern einen anderen Anspruch haben als ein Real Madrid, die halt als Clubphilosophie schon sagen, wir haben die besten Spieler und die gewinnen. So. Die Bayern haben halt immer den Anspruch zu sagen, wir sind die beste Mannschaft, wir gewinnen. Und dann natürlich ist diese Saison so ein bisschen aus zweierlei Sicht schwierig für manche Bayern-Fans, weil die natürlich sagen, einerseits fehlt die Weiterentwicklung. Spieler wie Kimmich sitzen nur auf der Bank. Costa, Coman und jetzt habe ich den Namen vergessen. Sanchez, genau. Spielen nicht die Rolle, die sie spielen sollten. Bitte bekommen nicht die Zeit, die sie brauchen, um sich zu entwickeln. Wir haben nur diese alten Spieler und gleichzeitig sind wir extrem abhängig von Robben, Ribéry, Lewandowski. Da ist jetzt natürlich die Frage, wie wird es heute Abend aussehen, nicht? Gegen Real Madrid. Da spielt ja Lewandowski. Da spielt dann Lewandowski wieder eben und Robben und Ribéry spielen wahrscheinlich auch. Die Aufstellung ist ja noch nicht final draußen, aber das ist interessant. Eventuell. Der Kicker hat spekuliert am Montag, das war bevor klar war, dass Boateng und Hummels zumindest mitfahren nach Madrid, dass eventuell die Abseits, die Abwehrkette besteht aus Lahm, Alaba, Kimmich, Innenverteidiger beide und Bernat auf Außen. Also Durchschnittsgröße 1,20 so ungefähr. Gegen Ramos. Ronaldo, der 4 Meter hoch springt und so. Also das hängt auch so ein bisschen davon ab, wie fit dann die Schlüsselspieler auch sind. Aber daran wird es, glaube ich, nicht hängen. Also ich glaube halt schon, dass die Bayern müssen offensiv rangehen. Die brauchen relativ schnell ein Tor. Ich kann mir schon vorstellen, dass Real Madrid so ein bisschen unter Druck zusammenbrechen könnte, weil Real Madrid ist, siehst du nicht, ja, sie sind individuell stark, aber ich finde, sie haben auch im Hinspiel haben sie auch so ein bisschen davon profitiert, von dieser roten Karte auch, und spielen eigentlich auch nicht die Übersaison, muss man sagen. Nee, spielen sie nicht, das stimmt. Und haben auch in der Liga, jetzt am Wochenende zum Beispiel, am 3-2, die stehen defensiv nicht so gut, wie sie stehen können vielleicht, und wenn dann wirklich eine gute Mannschaft mit Druck nach vorne spielt und dann auch wirklich mal den Sechserraum so ein bisschen besetzt, könnte das was werden. Ja, also dass man gegen sie Tore schießen kann, ist klar, aber ich sehe die nicht zusammenbrechen. Also dass da ein Spiel komplett abhanden geht, dafür finde ich, ist das defensive Mittelfeld einfach viel zu stark. Ja, natürlich, klar. Und zu erfahren und auch nach vorne was für Entlastung sorgt. Ja, also der entscheidende Pass zum entscheidenden Spieler, der ein 1 gegen 1 mal gewinnt, der dann Raum wieder aufmacht, wie ein Bale, wie ein Ronaldo. Genau, und Bale dahinter fehlt. Ach, Bale fehlt, stimmt. Aber das ist sogar noch besser. Real. Macht es halt unberechenbarer, ne? Ja, und jetzt habe ich den, Asensio heißt der, glaube ich, oder? Asensio? Wird der von Anfang an spielen? Ich denke mal, oder? Dass der dann reinkäme oder vielleicht. Also ja, ist auch noch nicht offiziell, aber hier dann eher Isco. Ne? Ja, Isco, dann hätte man ein bisschen mehr Kontrolle, glaube ich sogar, ne? Ja. Aber ich fand, der hat letzte Woche auch ein ganz starkes Spiel gemacht, also nachdem er reingekommen ist, weil der nochmal wirklich einen Tick Unberechenbarkeit bringt. Bale ist zwar schnell, aber der ist halt nicht so unberechenbar. Aber ist natürlich, wenn Real sich ein bisschen zurückzieht und auf Konter spielt, wäre ein Spieler wie Bale natürlich prädestiniert. Ne? Ja, noch als letzter Punkt, ist das andere Szenario, was auch sein kann, wo ich dir halt recht gebe, dass es halt auch sein kann, dass die Bayern sich früh verrennen und dann früh das 1-0 kommt und dass wir dann so ein 4-0-Szenario haben, wie vor ein paar Jahren. Was schon mal passiert. Nee, aber es halt genau so war. Du hast die Situation, dass ein Gegentor eigentlich scheißegal ist, weil du brauchst 2 Tore. Ja, aber 2 Gegentore sind nicht scheißegal. Ja, aber du hast ja gerade 1 gesagt. Ja. Und warum sollte man nach dem ersten zusammenbrechen, wenn man trotzdem noch dasselbe Ziel hat, nämlich 2 Tore schießen zu müssen? Und Real hat schon mal auch, wann war das, vor 2 Jahren gegen Juve im Halbfinale, ich glaube, war 0-0 in Turin und dann hat man im Rückspiel 1-1 gespielt und das Finale verpasst. Also das ist so unrealistisch ist es nicht. Aber unrealistisch ist, dass das heute irgendjemand guckt, denn es ist ja zur gleichen Zeit Dienstag und wir spielen Players Unknown. Schade! Boah, das wäre so gut gewesen. Wie heißt das Spiel? Players Unknown? Wir wissen es nicht genau, aber jemand, der auch Logo sehr unknown ist, ein Player, das bist du ja noch, Frederik, und deswegen wollen wir mal ganz kurz Entschuldigung, dass ich dich so überfahre, aber
Du hast dich eh verrannt. Deswegen wollen wir ein bisschen jetzt kurz über dich sprechen. Du bist nämlich quasi Initiator der Soccer Days. Soccer Days, einer Messe für Fußball. Wir haben auch einen Trailer. Sowas in die Richtung. Wir haben einen Trailer, der das Ganze nochmal vielleicht ein bisschen klarer macht, bevor wir mal ein bisschen mit dir schnacken. Schauen wir uns mal den Trailer zusammen an. Ich bin Sven Mislintat, bin Chefscout von Borussia Dortmund. Und bin hier heute back to the roots im Jugendfußball. Gerade die Jungs auf diesen Plätzen, früher auf Asche, heute Gott sei Dank Kunstrasen. Macht natürlich unheimlich Spaß, und schauen, mit wie viel Herzblut die spielen und das Leben und ihren Traum auch im Kopf haben, so weit zu kommen, wie es eben geht. Ja, man sieht sich auch selber noch darin. Ich bin kein Profi gewesen und habe genau auf solchen Plätzen, genau mit solchen Trainern, mit solchen Jungs gespielt und habe das Spiel geliebt und lieb's heute noch. Der Schlüsselspieler zu Beginn meiner Karriere im Scouting war Shinji Kagawa, wo du halt tatsächlich einen Jungen findest, der in der zweiten Liga kickt, der für kleines Geld kommt und einen Unterschied in der Bundesliga machen kann. Das ist natürlich ein so ein Schlüsselerlebnis, wie es jeder eigentlich in seinem Beruf braucht. Ich glaube nicht, dass Ideen einem gehören. Wenn man die teilt, glaube ich, kriegt man viele Ideen zurück und kann viel, viel besser werden. Na gut, ja, haben wir einiges gelernt. über den Scout von Borussia Dortmund, aber noch nicht so viel über die Soccer Days. Nee, aber der symbolisiert ganz gut, was die Soccer Days sind. Also die verbinden am Ende des Tages eigentlich Fußball Deutschland in jeglicher Facette, Realität, also realen Fußball mit E-Sports, Spitzensport mit Amateurfußball. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass es da eben sehr facettenreich zugeht und wir eigentlich keine Messe sind. Also wir finden in der Messe statt, es gibt auch Aussteller, aber von den knapp 24.000 Quadratmetern sind es am Ende 30-35%, die tatsächlich diese Stände ausmachen. Der Rest sind Fußballfelder und verschiedenste Stationen, wo ich Produkte ausprobieren kann, wo ich Module ausprobieren kann, wo ich mich mit meinen Kumpels messen kann, wo ich Sachen lernen kann, Workshops machen kann, zum Beispiel aber auch von Kaderplanern lernen kann, wo ich Fortbildung machen kann mit den Landesverbänden. Wie sieht es denn aus mit Elfmeterschießen zum Beispiel? Gibt es, selbstverständlich. Also da seid ihr auch herzlich eingeladen, teilzunehmen, mitzumachen. Na gut, ich kann das schon. Also, Kollege Tobi. Da gibt es aber auch noch eine Menge andere Sachen, die man ausprobieren kann und machen kann. Wenn man interessiert ist an Fußballkultur beispielsweise, gibt es eine wunderbare Kulturarena, das heißt 11mm Filmfestival wird da sein. Mhm. Es wird ein Sportfoto des Jahresausstellung geben vom Kicker, das Deutsche Fußballmuseum wird verschiedene Exponate mitbringen. Einige Bücher werden vorgestellt von dem ein oder anderen bekannten Autoren. Wir haben eine große E-Sports-Area, wo wir mit Take TV und der ESL zusammen was machen. Mhm. Also auch produzieren. Gibt auch ein paar 1.000 Euro zu gewinnen für jeden, der da Spaß dran hat. Ich habe Spaß dran, 1.000 Euro zu gewinnen. Dann geh auf esl.com/soccerdays. Und oder einfach auf soccerdays.de, da kann man es natürlich auch anklicken. Und kann sich im Vorfeld qualifizieren. Wenn man das nicht schafft, kann man es vor Ort auch noch schaffen. Haben wir auch noch ein paar Plätze, damit die Messebesucher auch noch die Möglichkeit haben. Können natürlich einfach gegen ihre Kumpels Just for Fun zocken. Mit Bipart Gaming machen wir so ein paar Coachings, sodass sie ein bisschen was lernen können, ein bisschen ihr Spiel analysieren können. Und das Gleiche gilt auch für den realen Fußball, wo wir halt mit den Landes- beziehungsweise ja doch Regionalverbänden zusammenarbeiten und die da eben gerade für Jugendtrainer verschiedene Möglichkeiten der Weiterbildung anbieten. Und wir da wirklich einen Kompetenzbereich haben, wo an die im Sport selber wirklich aktiv sind, egal ob im Amateurbereich oder eben als Spieler, was lernen können, was mitnehmen können und nicht nur Kugelschreiber sammeln. Das Ganze vom 14. bis 16.07. in Essen. Genau. Kann da jeder wie bei einer Gamescom, was ja mehr eine Messe ist, kann da jeder hingehen, sich ein Ticket kaufen und darf rein oder seid ihr irgendwann ausverkauft oder wie läuft das? Also wir sind natürlich irgendwann ausverkauft. Ja. Ich gehe aber nicht davon aus, dass es in den nächsten 2 Wochen ist. Also jeder kann kommen. Alle bis 16 zahlen 8 Euro, alle darüber 16 Euro, also alles im Rahmen. Ein fairer Preis, wenn man als Mannschaft kommt, gibt es auch natürlich auch Mannschaftsangebot, so wie es gehört. Auch als Basketballmannschaft? Auch als Basketballmannschaft, selbstverständlich. Kann man vorbeikommen. Und jetzt Tobi, Gunnar und ich werden ja sogar in 2 Tagen, glaube ich, sogar da sein. Ich weiß gar nicht genau. Jedenfalls werden wir da sein. Was würde uns da erwarten? Was ihr sucht quasi, um mit der Kamera festzuhalten? Ja, einfach
Gibt es da irgendwelche coolen Sachen jetzt mal, sag ich mal, die du extra dann uns als Fernsehstars anbieten kannst? Ja, also es gibt tatsächlich ein paar Highlights. Das sind natürlich Module, die sau viel Spaß machen. Das ist als Beispiel, wahrscheinlich kennt es auch, den Robokeeper. Also ein Gerät, was man sehr schwer bezwingen kann, wo auch die Neymars und Lionel Messis dieser Welt ihre Probleme hatten. Den kann man dort natürlich versuchen zu bezwingen. Gerne auch gegen den einen oder anderen Gast aus dem Spitzensport, aus der ersten Bundesliga. Das liegt natürlich ein bisschen auch daran, wann, wie, wo, wer unter Umständen verletzt ist. Das heißt, es könnte sein, dass da auch Bundesliga-Spieler sind. Ja, weil wir eben auch Bundesliga-Vereine als Aussteller begrüßen, wie zum Beispiel Schalke 04, wo du vorhin das G so schön erklärt hast, dass du gefunden hast. Ach, Nils war's, genau. Die unter anderem auch ein Probetraining machen, einmal am Tag. Also ich weiß nicht genau, welche. Kannst du auch in die Kader rutschen rein? Also nicht in die erste Mannschaft, aber die Knappenschmiede ist halt dann da und die Fußballschule und die präsentieren halt das alles, was Schalke 04 darstellt. Bring ich meinen Sohn und bring da auch ein bisschen Kompetenz mit. Ja. Und auch ehemalige Eurofighter. Es jährt sich ja dieses Jahr zum 20. Mal. Ja, 1997. Genau. Mhm. Und Hüb Stevens hat passenderweise auch ein Buch geschrieben, was auch irgendwo präsentiert werden muss. Zu dem Thema auch? Ich hab ihn immer für einen großen Autor gehalten. Ja. Haben wir, glaube ich, alle. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch ein paar Rugby-Vereine, die da mit dabei sind. Das heißt, es gibt definitiv bekannte Gesichter zu sehen. Es gibt da eine Menge auszuprobieren, zu lernen, zu kicken, anzufassen. Alles, was man braucht, um ein paar Stunden Spaß zu haben. Ja, das klingt ganz gut. Ich werde auf jeden Fall, vielleicht kommt ja irgendein Topstar, irgendwie Marco Reus oder so, ein bisschen mit dem abhängen, ein bisschen schnicken. One-on-one schnickseln. Schnickseln, ein bisschen Ball hochhalten. Ja, was man so macht. Ein bisschen zeigen, was geht. Ja. Ein bisschen mal gucken, wo er so steht, wo ich so stehe. Ja. Finde ich eine tolle Idee. Ist es zum ersten Mal in dem Rahmen, dass ihr das so... Ja, es ist eine Erstveranstaltung. So in dem, so wie wir es machen, halt... gibt es auch nicht in Europa. Also einmalig die Nummer und soll halt wirklich dahin gehen, dass jeder, das sieht man auf der Website ganz gut dargestellt, also kann man wirklich mal gucken, ob das was für einen ist, weil da halt wirklich nochmal aufgeschlüsselt ist, wenn ich ein Jugendtrainer bin, wenn ich jemand bin, der gern FIFA zockt oder wenn ich jemand bin, der gerne selber mal Profi werden möchte, was mich da erwartet, was ich da für Einblicke kriege, egal ob es Ernährung ist, ob es Kompressionskleidung ist. Bitches kommt wahrscheinlich später. Wie geht man mit Bitches um? Ja. Der Lehrgang. also da gibt es alles zu sehen, alles zu finden. Und es ist eine gute, runde Geschichte. Ja, ich habe sie auf dem PC. Hier kannst du beantworten. Welche Rolle spielst du im Fußball? Spielst du gerne FIFA? Bist du Jugendtrainer? Genau. Bist du im Fußballverein? Fußball wird in der Familie großgeschrieben. Gibt es da Leitwolf? Leitwolf. Du liest gerne Fußballbücher zum Beispiel? Kann ja, man auch anwählen. Aber eigentlich nur eins. Ja, eigentlich nur eins. Von Ben Mager. Wie hieß er? Ben Mager? Ronald Reng oder was? Von Frank. Ich bin Ben Mager, ist das so? Bruder von Frank Fett oder? Ben Manga. Manga? Mager. Ist doch auch egal. Oh. Ist doch auch egal. Ja, ich habe keine Ahnung, wovon du redest, aber das können wir ja ändern. Ben Mager ist ein berühmter Fußball-Scout, der jetzt bei der Eintracht ist, der von Hoffenheim. Wo kam der her? Dortmund? Ach, was wisst ihr denn? Ihr wisst ja auch nichts, ne? Sagt der Mann, der es jetzt googelt. Ja, aber der immer ein bisschen was weiß. Ben. Naja, ist ja auch egal. Interessiert dich schon. Ja, ich finde es wirklich spannend. Ben Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Also bist du dem Fußball auf irgendeine besondere Art und Weise verbunden? Ja, habe halt Ewigkeiten selbst gespielt und welche Liga? Erste. Komm, sag, du bist hier bei Bundesliga. Alles über Kreisliga ist schon bewundernswert. Darüber war es auch nicht. also lange, bis ich, ja, doch bis zum 18. Lebensjahr knapp, haben die Knie nicht mehr mitgemacht. Und dann. Kenn ich. Ja. Und dann gab's auch private Herausforderungen, wie das so ist. Die Frau wollte nicht mehr, dass du so oft am Wochenende Fußball spielst. Nein, nicht ganz. Nachwuchs kam dann und dann spielt der Nachwuchs eine größere Rolle und dann will man beruflich was erreichen und dann konzentriert man sich eher darauf. Ja. Und dann hat der Mannschaftssport, wo man dann ja schon an gewisse Zeiten auch einfach gebunden ist, ja, wo man Trainingszeiten halt nicht mehr wirklich flexibel gestalten kann, sonst steht man alleine am Platz, nicht mehr gepasst.
also die Verbindung immer da gewesen. Und ja, durch die Eventagentur, die ich damals gegründet habe, auch immer viel im Sport gemacht. Und im vergangenen Jahr ein großes Event auch im Basketball, was auch so in diese Messerichtung ging. Aber Basketball ist sehr, sehr spitze Zielgruppe am Ende ist. Und uns viele potenzielle Aussteller und Partner halt gesagt haben, Mensch, Jungs, macht das im Fußball. Und wir haben das ernst genommen, weil wir gesagt haben, da gibt es so viele Spieler, irgendwo wird es geben, haben das halt recherchiert, gesucht und nichts gefunden. Ja, und dann haben wir gesagt, dann machen wir das jetzt selbst, aber wir wollen weg von diesem Messegedanken. Du brauchst am Ende eine neutrale Plattform, damit auch verschiedene Clubs kommen und nicht nur einer aus Gelsenkirchen und dann sagen die Dortmunder nicht und andersrum, wenn es in Dortmund machst, kommen die Gelsenkirchener nicht. Das muss aber auch irgendwo stattfinden, wo Fußball immer schon eine große Rolle gespielt hat und das ist im Ruhrgebiet der Fall. Ja. Seit jeher. Und deswegen haben wir uns entschieden, das dort zu machen. Und dann haben wir losgelegt. Ja, interessant. Wie viele Leute seid ihr denn da, die da an dem Ding arbeiten? Also insgesamt sind es jetzt 35, 36 Personen, die wirklich nur an diesem Projekt arbeiten, rund um die Uhr. Egal, ob es Presse ist, ob es Marketing ist, ob es Vertrieb ist, ob es die Organisation selbst ist. Oder halt irgendwelche öffentlichen Termine wahrnehmen. Aber anders kriegt man es auch nicht gestemmt, ne? Also man muss diese 24.000 Quadratmeter gerade die erste Messe, ich erinnere mich noch, als die Gamescom noch neu war in Leipzig, ne? Da war das auch noch weit weg von dem, was es heute ist. Ja, absolut. Und du musst gerade am Anfang, musst du ja viel... Ja, man muss es beweisen, dass es geht. In 5 oder in 10 Jahren ist in die Soccer Days so bekannt, dass es ein geflügeltes Wort ist, aber am Best Anfang case, muss man erstmal... Es ist immer so, ne? Wir leben auch in Deutschland und da hängt immer noch viel mit Vertrauen und Sicherheitsdenken zusammen und gerade bei Unternehmen und je größer sie werden, sind nicht nur die Wege länger, sondern auch der Prozess, um ein Unternehmen zu bewegen. Und da ist es natürlich so, dass viele am Anfang sagen, oh, wir gucken uns das an und ne, wenn das gut ist, sind wir nächstes Jahr dabei. Ja. Der Klassiker. Mhm. Aber zum Glück gibt es eben auch Rocket Beans TV. Rocket Beans TV und den einen oder anderen Fußballverein und Landesverband und Sportartikelhersteller, die halt anders denken und die sagen, okay, let's do it, guys. Wir geben Gas. Nächstes wir haben Jahr bringe ich euch die Eintracht. Ja, gern. Eintracht ist immer willkommen. Ja, also zumindest Ben Manga von der Eintracht. Ben Manga kommt vorbei. Ist der Chef-Scout. Ja, super. Nach dem sind ja ganze Comics benannt auch. Schäbig. So, Japan, Riesending. Die Sendung ist gleich... Ben? Ja, die Sendung, die Sendung ist gleich vorbei. Was eine Schande ist, denn wir haben ja gerade erst angefangen zu quatschen, Frederik. Am 14. bis 16.07. in Essen ist das Ganze. Also das klingt echt nach einem großen Abenteuerspielplatz für alle Leute, die Bock haben auf Fußball. Absolut. Kann ich nur empfehlen, da mal vorbeizufahren. Was kommt jetzt? Zieh Handschuhe an. Torwart-Challenge. Pass auf, Tobi weiß schon. Ah, okay. Ja, und wir sehen jetzt gleich mal im Anschluss natürlich nachher noch, jetzt haben wir noch New Game Plus, dann haben wir natürlich Neue Deutsche Abendunterhaltung. Alles ist neu bei uns, sogar im Namen. Man muss das, diese Neuigkeit richtig verankert werden. Danach kommt New Beans Day. Wieso neuer Name? New Game Plus ist doch schon nicht mehr neu. Neue Deutsche Abendunterhaltung, New Game Plus. New Game Plus. Ach, jetzt neu, wegen neu. Was Neues für ja, und dann machen wir halt hier. Senden wir aus Neuss demnächst auch. Das ist unser neues Studio. Egal, es wird auch nicht besser jetzt. Zelda kommt jetzt übrigens, ne? Zelda, Neue Deutsche Abendunterhaltung. Wie gesagt, Zelda mit Donny. Oder was? Zelda? Ja. Nee, mit Neu-Donny. Werf mal hoch, ich faust ihn weg. Aber welche Richtung faustest du denn? Richtung Kamera und das ist das Ende der Sendung.